Prost, die Hirn. Prost, ein paar Gehirnschlucken nur zum Beyond Westworld, ja. Auch nicht über Mikro. Ah, nicht über Mikro. Das hatten wir schon. Danke, so. Danke. Sorry, ich muss mal schauen. Prost, Prost. 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 Beyond Westworld. Ah, Westworld. Redest du drüber? Kann ich mitreden. Sehr gut. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 293. Der 300er nähert sich. Boah, ja, Wahnsinn. Heute schreiben wir den 21. Ja. Februar 2017. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, in der vollen Zypresse, wie an den Störgeräuschen deutlich hörbar. Und es sind heute bei uns der Gregor, der Dennis, der Karl und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle auch wie immer ans Klebemonster. Tada. Und an unsere Patreonen, unsere Flatterer. Unsere Rennflatterer. Unser Rennflatterer, ein Singular, immer wieder zurückfallen. Wieso rennen die denn? Na, wir haben derzeit einen Flatter gekriegt auf den letzten Podcast. Und der rennt. Wie der rennt. Du sagst das Flatterrennen. Flatterer, wollte ich sagen. Das ist schwierig. Ach so, ah, okay, Entschuldigung. Es könnte auch eine Flatterin sein. Ja, und unsere Hörer, genau. Hörer und Feedbacker. Stimmt, ja, genau. Richtig. Hast recht. Tjo, schreiten wir zur Teaser, oder? Ja, können wir machen. Worüber reden wir heute? Habt ihr Themen mitgebracht? Dennis, du hast jetzt ganz etwas Schönes mitgebracht. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle eine Parabel über einen Wachhund. Das ist im Prinzip nur eine Geschichte, die ich extra jetzt für heute erfunden habe. Cool. Hast du neue Klaviergeschichten? Ein neues Klavier ja, gekauft? Immer, aber nein, ja, ich habe kein neues Klavier gekauft, nein. Aber ich meine, ich kann darüber wieder reden, oder wir können auch über ein bisschen über Linux reden. Ja. Linux. Linux. Okay. Das finde ich traurig, ja, darüber will ich nämlich auch reden. Habe ich ja, wenn ihr unseren Podcast schon länger verfolgt, habe ich ja immer wieder das Thema München und Linux hochgebracht. Ah, okay, ja. Und da gibt es gar nicht so erfreuliche Nachrichten aus dieser Ecke. Außerdem habe ich mir die Serie angeschaut, Beyond Westworld. Mhm. Nicht Westworld, sondern Beyond. Ach so. Das ist uns wieder einen Schritt voraus, der Gregor. Das ist eine Serie aus dem Jahre 1980. Es sind nur 5 Folgen produziert worden. Ah, ist das nicht die Serie aufgrund der beiden vorherigen Westworld-Filme? Mhm. Okay, das ist also die andere Serie. Okay, ich rede dann über die moderne Serie. Moderne, ja. Sehr gut, ja, dann haben wir beides. Ja, und ich habe ja auch noch alte Themen, aber damit kann ich so. Die extra gewünscht worden sind. Ja, diesmal ja, richtig. Stimmt, aber eigentlich sollte man das Feedback nicht vorlesen. Ja, machen wir den Teaser noch fertig. Okay. Ich kann wieder von Tanzereignissen berichten, die ich erlebt habe. Sehr gut. Und kleine Meldungen habe ich. Ja, du hast schon richtig gesagt, wir haben Feedback. Ja, hast du es ausgedruckt? Nein, ich habe es nicht ausgedruckt, aber ich weiß es auswendig. Ich kann es einfach so sagen, es ist vom Hopp. Ja, danke Hopp. Ganz tolles Hörer. Feedback. Und, der ja auch schon öfters bei uns zu Gast war. Und der uns auch sehr hilft, den Server zu hosten. Also das ganze Hosting machen wir beim Hopp. Und der lobt fast alle von uns, mag er persönlich. Und er spricht sich speziell aus, dass der Gregor endlich seine Themen machen soll. Ja. Tja, guter Hinweis. Vielleicht schaffe ich es ja heute ein bisschen. Genau. Ein bisschen aufräumen. Sonst Termine. Habt ihr was zum Ankündigen? Termine? Festeln? Ich spiele beim Bezirksfürsten Floisdorf in Juni. Wann? Im Juni. In Juni, aber ja. Das ist nicht. Schreibst so. Du uns das ins Titanpad? Okay. Ja? Für Konzert mit meiner Frau und wir spielen sehr virtuose, musikalische, schwierige, klassische Stücke. Am Klavier. Sehr schwierige. Und hat Floridsdorf eine Musikhalle? Oder? Die haben Bezirksmuseum Floridsdorf. Okay. Und es hat ein, ich vergesse, ich glaube, ich würde raten jetzt gerade für die Erinnerung, Grotrian Steinweg, aber es ist ein sehr schöner Klavier, ein sehr schöner Saal und ich glaube, Eintritt ist gratis. Eintritt ist gratis, also man kriegt ein gratis Klavierkonzert in Floridsdorf.
Also gegen Fallspende wahrscheinlich. Ja, Fallspende und es wird von der Gemeinde finanziert. Ja, natürlich. Cool. Tondorus. Dann sagen wir einfach mal, Eintritt ist beliebig. Ja, Spenden bekommen die Musiker, glaube ich. So. Woman-Tech-Makers-Konferenz ist im März jetzt dann und ebenso die Python-Konferenz in Bratislava sind am selben Tag. Genauen Termin bitte in den Shownotes nachlesen. Was Ding, hast du irgendwelche Pläne? Oder? Ich bin heute akzeptiert worden als Sprecher auf der PyCon Bratislava. Okay, alles klar. Okay, und cool. Wen es interessiert, bitte beim Hop melden oder in der PyUgat-Liste, also wenn die PyCon SK-Konferenz interessiert. Es werden organisiert Autos, die nach Bratislava fahren und Hotels. Also von Wien aus organisiert. Und sonst, wer in Wien bleibt, ich kann sehr die Woman Techmakers Konferenz empfehlen. Da geht es um Frauen, die in der Tech-Branche reüssieren oder wie man das verstärkt. Mhm. Ist offen für alle Gender, also man kann auch als Mann hingehen. Sehr angenehme Konferenz und sehr interessante Lebensgeschichten oft. Also von Leuten, die halt ihren Weg gemacht haben als Frau im Silicon Valley oder... Okay. Und habe ich in einigen der letzten Biertaucher-Podcasts berichtet. Und nette Tech-Konferenz hat halt mehr so einen Gender-Schwerpunkt. Okay. Und sehr ungewöhnlich für eine Tech-Konferenz ist wirklich die Mehrheit, dort sind Frauen. Mhm. Was auch mal ganz angenehm ist. Und ist derzeit, glaube ich, in Wien, in der TU Wien haben sie als Location. Wenn ich mich nicht täusche, nach Bratislava kann man auch mit dem EU-Regio-Ticket fahren. Mit der Schnellbahn, ja. Ja, und das kostet 16 hin und zurück. Und ja, und einen Bus gibt es, glaube ich, auch, so einen Airport-Bus. Also man kommt sehr billig nach Bratislava. Die billigste ist, ich glaube, Student Agency oder so. Ja, das ist eine tschechische, das kostet 2 Euro oder so. Ja, nicht schlecht, nur 2 Euro Bratislava. Ein Hammerpreis. Sehr gut. Ja, irgendein Podcast-Meetup ist demnächst, oder? Natürlich, das ist das schon diese Stefan Woche. Ja. Am Freitag, ne? Im Sektor 5, ja. Könnte sich ausgehen, der Podcast ist ja morgen schon online. Das ist genau richtig. Ich kann leider nicht hinschauen, ich habe einen Theatertermin. Ich meine, ich bin jetzt nicht traurig, weil ich war schon ewig nicht mehr im Theater, aber ich wäre auf jeden Fall gerne gekommen. Können wir auf jeden Fall sehr empfehlen, Podcast-Meetup. Immer. Für alle, die vielleicht einen Podcast machen wollen oder machen werden oder damit spielen. Ja, genau. Sehr nett. Die verschiedenen Teile, besonders was die Leute dann vortragen, teilweise ist interessant, weil man ja doch überhaupt nichts mitbekommt, wenn man irgendwie nur so ein Podcast-Konsument ist. Und auch nachher ist es einfach ein Werkzeug oder ein Das ist Team. Immer sehr episch, dass das After Podcast-Meetup betreffen. Ein bisschen quatschen. Machen ja Podcaster so gerne. Ja, genau, ja. Da Leute, die gerne quatschen. Weiterreden, sehr gut. Sagen wir, Feedback und Termine haben wir abgehandelt. Mir fällt noch ein, wer viel Geld übrig hat, das MWC in Barcelona findet am Sonntag für ein paar Tage statt. Also, ich weiß MWC nicht, ist die Mobile World Conference? Oder? Ja, Congress, glaube ich, aber ich weiß auch nicht genau. Eintritt kostet ein paar hundert Euro. Also. Ein Freund von mir war, glaube ich, vor ein paar Jahren dort. Hat berichtet, das war gerade so die Phase, wo Ubuntu ganz unglaublich war mit ihrem Ubuntu. Ja, ja. Also, dass sie da einen relativ großen Stand hatten und er war eigentlich nicht unbegeistert. Ich glaube, er hat kurz ein Gerät in der Hand gehabt. Solange es nicht angekommen ist irgendwo, bleibt das weiter Fantasie. Muss eine interessante Messe sein, aber ich denke, die meisten werden es sich nicht leisten können und daher ist es uninteressant. Mir ist nur gerade eingefallen, dass die stattfindet, als jemand in Barcelona gerade ist. Genau. Haben wir sonst noch, also Feedback haben wir jetzt gemacht, Termine. Ja, Ankündigungen, wir beerdigen hiermit den Teaser vorläufig. Das heißt, wir werden zwar nachher noch immer noch sagen, worüber wir reden wollen, aber wir werden diesen Teaser nicht mehr als Extra-File dazuhängen, hauptsächlich um den Gregor zu entlasten, der das jetzt über ein Jahr lang jedes Mal brav geschnitten hat. Das wurde ja sowieso nicht verwendet, oder? Ja, die Idee war von mir, hat sich dementsprechend nicht durchgesetzt. Ich finde nach wie vor, dass sie gut ist. Also die tiefere Idee wäre gewesen, dass man diese Teaser austauscht und wir zum Beispiel von einem befreundeten Podcast den Teaser hinten dranhängen. Hat aber irgendwie keiner gemacht oder wenn sie es gemacht haben, sind sie nicht auf uns zugegangen.
Wir haben nichts davon mitgekriegt. Ich glaube mir einfach, das ist schwierig, Horst. Ja. Prinzipiell. Ja. Also ist an und für sich eine gute Idee. Typische Horst-Idee. Aber weil es ja die Gemeinschaft und weil wir ja auch so auf andere Podcasts draufkommen. Ja. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, so als Podcaster, es ist erstens einmal so die Soundqualität. Man möchte halt, wenn man selber, es gibt ja viele Podcasts, die auf Radioqualität sind, dann sind unsere sind wir nicht qualitativ genug. Ja. Würde die Stilistik brechen. Das andere ist, was ich natürlich auch schon gehört habe, irgendwie so, wir haben ja schon befreundete Podcaster auch gefragt, wie das ist mit Dingtausch. Das ist irgendwie so, naja, wir sind uns ja nicht sicher, was ihr dann den gesamten Podcast lang durchspricht. Vielleicht ist das ja auch Blödsinn, was nicht unbegründet ist, diese Annahme. Und also zwischendurch. Und dann können sie, also diese Verantwortlichkeit über den Inhalt dann irgendwie. Sie würden uns dann empfehlen und wissen nicht, worüber wir reden. Tja. Ja, und man empfiehlt ja im Prinzip eine bestimmte Folge. Wir können, ja, die kann man sich aber vorher anhören. Also das wäre schon technisch möglich. Aber ich glaube, es war nur so geraten jetzt einmal, so die zwei Gründe, die aber auf jeden Fall sind. Tiefen Respekt an Gregor, der das wirklich jahrelang brav Teaser herausgeschnitten und extra auf den Server gelegt. Es kostet auch alles Platz und Arbeitszeit. Und wir pausieren das einmal, bis sich vielleicht wieder wer dafür für die Idee interessiert. Mhm. Wir können vielleicht auch mal so vielleicht einen Jingle produzieren, den man einschneiden kann. Das fände ich besser. Also eine, die immer gleich bleibt, sozusagen. Das wären eigentlich meine Wurzeln. Ich habe ja mit Jingle machen, das waren meine Anfänge, als ich noch Musik gemacht habe, Musik zu machen. Tja. Schön kurz, aber auf Macintosh damals. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich hätte kleinere Meldungen, die ich gerne loswerden will. Kannst du nur gucken in die Shownotes, welche? Okay. Weil eins ist von Seymour Papert, habe ich entdeckt. Also das ist ein Säulenheiliger, der Programmier unterrichten. Genau, und Mindstorm, da ist es ein Buch von ihm, ich glaube aus den 70ern, ist online und man kann es sich gratis durchlesen. Also ein sehr epochemachendes Werk, wo halt Programmieren unterrichten für Kinder schon theoretisch abhandelt. Mhm. Und das ist jetzt zur Verfügung gestellt. Link bitte in den Shownotes nachlesen. Schön. Auch unter Creative Commons License? Nein, da stand nichts Spezielles dabei, aber ich vermute fast, dass das jetzt schon so alt ist, dass bald gemeinfrei wird, weil das in USA herausgegeben ist. Copy Left sozusagen? Ist das ja, oder zumindest, man kriegt es einfach. Also. Ja. Die andere Meldung, die ich habe, war ein Telepolis-Artikel über Creative Commons Abzocke in Wikipedia. Und zwar, die Masche funktioniert so, es tun irgendwelche Leute, die so tun, als ob sie Fotografen sind, machen irgendwelche Fotos und laden die dann auf Wikipedia rauf unter einer möglichst komplizierten Creative Commons Lizenz, also zum Beispiel CC BY SA, wo man halt relativ viel tun muss, um die korrekt zu verwenden. Und dann tun es irgendwelche Homepage-Betreiber abmahnen, die von Wikipedia einfach dieses Bild verwendet haben, ohne die CC-Lizenz in Punkt und Beistrich genau befolgt zu haben. Also es ist immer dann der Lizenzhinweis gehört auch dazu gedruckt und natürlich die Referenz auf den ursprünglichen Fotografen. Und viele Leute glauben halt, weil es in Wikipedia ist, können sie es einfach so nehmen. Okay. Ja? Und der Telepolis-Artikel hackt dann ein bisschen herum auf der Wikipedia-Community, die da eben keine Selbstreinigungskräfte entwickelt gegen solche Abzocker, die uploaden, die man ja kennt, und gibt halt praktische Tipps, wie man damit umgehen soll, wenn man ein Abmahnschreiben kriegt und im Prinzip auf keinen Fall was zahlen und gleich einmal gegenklagen. Okay. Und weil es auch die ersten gerichtlichen Erfolge halt sind, wo eben festgestellt wurde, dass sowas, wenn ein Fotograf sein Werk unter CC-Lizenz stellt, dass es dann einen Geschäftswert von null hat, also er kann dann nicht auf irgendeinen Verdienst entlang, ja. Aber die meisten zahlen halt, weil sie Angst haben und keine Scheren haben. Ich denke, keine schöne Masche. Gegen die Wikipedia, ist doch nicht notwendig. Ja. Das waren meine Kleinmeldungen. Sonst hat es eh niemand. Das heißt also, er kann höchstens einklagen, dass sein Name noch dazu geschrieben wird, aber nicht. Darum geht's. Also der Artikel empfiehlt auch, das natürlich schon korrekt zu machen, wenn man so einen Hinweis kriegt, ne? Also die Lizenzierung korrekt zu machen. Aber es geht dann um eine Art entgangene Lizenzgebühr oder irgend. Also er versucht halt einen Geldwert zu fordern. Ja, aber das kann er nicht, weil er halt der Wert null ist. Naja, dass dieser Wert null ist, das muss er sein Gericht feststellen. Mhm. Ne? Da wird halt argumentiert. Ja. Aber die meisten, die das machen, sind irgendwelche Leute, die Jobs haben und das halt als Hobby machen. Ja. Also sozusagen Leute abzocken. Das sind typische Abzocker. Das sind keine professionellen Fotografen. Mhm. Tja.
Tja. Ah ja, und eins muss ich noch loswerden, Politik. Ich glaube, der Justizminister hat jetzt gerade festgestellt, apropos Demonstrationsverbot in Wien, man kann ja auf Facebook eine Petition machen und dann braucht man nicht demonstrieren gehen. Ihr lacht, ja, ich weine, weil ich bin Österreicher, ich leide mit. Ja. Ich glaube, Justizminister ist ÖVP, anders geht das nicht. Es ist ein Lachen, das wehtut. Ja, ich meine, jetzt gibt es auch, die wollen es machen, dass wenn die Firmen eine Person, die arbeitslos ist, eine Arbeitsstelle gibt, dann müssen die nur halb von die Gebühren. Die Sozialversicherung wollte sie übernehmen. Aber für jemanden, der noch nicht beim AMS als arbeitslos angemeldet wurde oder jemand, der vom Ausland kommt und hat zum Beispiel in Tschechien studiert oder was immer, bekommt es nicht. Mhm. Und das betrifft natürlich mich, wenn ich irgendwas sowas mache, das dann sagen, ja, und sowieso in Österreich ist ein Problem, dass nicht wie in Amerika, es ist erlaubt gegen, es ist zwar verboten zum Beispiel gegen Tschechen zu diskriminieren oder gegen Chinesen, aber dadurch, dass sie eine ethnische Gruppe sind, aber es ist erlaubt, gegen Amerikaner zu diskriminieren und Kanadier, dadurch sind keine... Du müsstest Native American werden oder so. Ja, genau. Es ist dann erlaubt. Dadurch, ich habe, ist es besonders häufig in Musik oder Musikerarbeit, die mit öffentlichen Geldern bezahlt wird, dass sie sagen, man muss EU-Staatsbürger sein. Das ist sehr häufig. In Niederösterreich besonders. Tja. Ja, beides nicht sehr erfreulich. Dann bleiben wir gleich beim nicht erfreulichen. Bitte schön, Linux. Das Münchner Linux-Projekt wurde... Ein Thema, das uns nicht loslässt. Nein, also ich glaube fast von Anbeginn des Podcasts gefühlterweise bringen wir immer Berichte, zuerst freudig, dass das eingeführt wurde und dass da eigentlich... Und was ist passiert? Wird wieder ein Linux festgesägt von bekannter Seite? Es wird, also diesmal scheint es fix zu sein. Ja. Leider waren die ganzen Artikel, die ich gefunden habe, alle auf eine oder andere Weise relativ ungenau. Mhm. Aber so wie sich darstellt, hat die SPD und die CSU, die eine Koalition bilden im Stadtrat, beschlossen, dass bis 2020 soll wieder auf Windows stadtweit umgestellt werden. Schaffen die nie. Erstens das. Kann man hoffen, dass vorher eine neue Stadtregierung kommt. Ja. Es ist halt schade, weil es war halt, wie sie auch in diversen Artikeln schreiben, ein sogenanntes Leuchtturmprojekt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Microsoft ja auch eine Niederlassung in München unterhält. Ne? Ja, also absichtlich deswegen, das war so ein Druckmittel. Haben sie halt ein paar Arbeitsplätze mehr gekriegt. Genau. Mir geht es ja auch gar nicht um die... Ja, kein Problem. Also die Argumentation ist, dass eine vollkommene Umstellung eh nicht möglich ist, weil sehr viele Anwendungen fachspezifisch sind, die nur unter Windows laufen. Und hat eh nicht funktioniert. Jahre. Schade, weil sie haben wirklich wertvolle Entwicklungsarbeit geleistet. Sie haben zum Beispiel das WoMux-Projekt gestartet, was, glaube ich, eine Sammlung von Makros und Converter-Tools ist, damit sie haben, wie sie gestartet sind, mit OpenOffice angefangen. Ich weiß nicht, ob sie jemals auf LibreOffice umgestiegen sind. Nee. Aber das sind sie nicht umgestiegen. Nein. Das ist schon mal schlimm. Vielleicht hätten sie da... Es ist auch immer wieder schwierig, wenn man eine ganze Distro zur Verfügung stellt, für die Client-Arbeitsplätze, die dann wirklich auch wieder aktuell zu halten. In so einem das großen... Ist, ja, die haben kein zentralen IT-Department, das sind jeder einzeln und die verschwenden sehr viel Geld. Das ist das ich gewesen. Schwierig, ja. Dann wird es nämlich wirklich schwierig, so eine Umstellung. Aber dass sie es nicht geschafft haben, zumindest eine heterogene... in einer heteren Umgebung irgendetwas Dauerhaftes zu schaffen, was allen etwas nützt und was auch bleibt, damit eben nicht nur ohne nachzudenken weiter Lizenzen an Microsoft oder anderen IT-Firmen gezahlt werden, die dann so schlaue Sachen machen wie eh schon veraltete Software, irgendwie dann Windows XP-Installationen noch um teures Geld anzubieten, damit das noch weiter läuft, diese Legacy-Software. Also schwierig. Was noch erwähnt wurde in diversen Artikeln, es gibt noch eine deutsche Kommune, wo Linux-Verwaltung eingesetzt wird. Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall, ne? Wer sagt? Ja, also besser als nichts. Außerdem, das wissen wir, glaube ich, haben das auch schon öfters erwähnt, die französische Polizei. Gendarmerie. Setzt auch Linux ein. Ja. Also. Aber wie gesagt, es ist halt ewig schade.
weil man hätte so viel lernen können. Und Europa sieht sich auch immer selber, stellt sich immer so ein bisschen arm da, so am Rockzipfel von Amerika, und wir haben keine selbstbewusste IT-Szene. Und da könnten wir wirklich eine florierendes Ökosystem schaffen. Und was einfach, ich meine, Abhängigkeit hat man ja immer, aber zumindest in Entwicklern, die da... Darauf ein herzliches Prosit. Ich wollte noch zwei Sachen dazu sagen. Erstens, seit Jahren habe ich immer wieder Artikel gelesen über München, dass die sagen, komplett Sachen, die nichts mit dem Desktop in Linux zu tun gehabt haben, haben die gesagt, es ist Schuld an Linux. Mit E-Mail-Servers oder was immer. Und die Bürgermeister, die kennen diese Politiker, die kennen sich gar nicht aus mit diesem System, und dann sagen die, ja, es ist alles Linux schuld. Ja. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache, die haben schon viel Geld ausgegeben, um von Windows nach Linux zu migrieren, und jetzt machen die schon wieder diesen riesen Aufwand und zahlen die, ich weiß nicht wie viele Zehnte oder 100 Millionen Euro dafür. Oder? Ja, das ist wirklich. Man kann auch sagen, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, ne? Meister im Umfallen. Aber ja. Ja, also ich glaube, mir dann ist nicht so heiß gegessen. Dass die Politiker da auch kennen, das macht es dann auch schwierig in dieser ganzen Berichterstattung. Ich habe jetzt wirklich 4-5 Artikel darüber gelesen, und auch die Journalisten sind sich nicht sicher. Die vermixen auch Linux mit der Server-Variante, ob das jetzt am Client. Ich hätte gerne einen klaren, eindeutigen Bericht, der die ganze Sache aufdröselt, wo man auch sehen kann. Wo vielleicht bei den nächsten Linux-Tagen in Wien, die sind ja auch bald, vielleicht kriegen wir da einen Sprecher. Könnte ja sein, ne? Ja, war ja schon einmal einer von München, der, glaube ich, dann erzählt. Ja, das war sehr interessant, der Projektleiter, genau. Kommen die jetzt wieder, die Linux? Ja, natürlich. Der Call for Papers im Mai schon, sind ja. Das ist noch Call for Paper, glaube ich, bis irgendwann im März. Und ich kann gleich sagen, bei den Linux-Tagen Wien ist derzeit auch so eine kleine Mini-Python-Konferenz dabei, die heißt Pi Days. Okay. Und das, ich habe es nicht ganz kapiert, es ist irgendwie so eine kleine Python-Konferenz, die halt die örtlichen Python-Aktivisten eine Plattform bieten soll. So eine Konferenz in der Konferenz. Ja, so ein Appendix. Und da habe ich, glaube ich, sogar einen Tisch dort oder so. Ah, du wirst dort sein? Ja, also, oder ich mache bei irgendeinem Tisch mit. Ich habe mit irgendwem geredet. Aber du hast so am Radar mal vielleicht. Okay, cool. Ist das wieder bei der FH dort? Oder? Ich nehme an, die bleiben jetzt bei FH. Ja, die bleiben dort. FH Technikum ist in Wien. Im Joanneum sind die Grazer Linux da. Ja. Die sind. Ach so, dort ist es mit. Nein, in Wien. Ich rede so, okay. Ich habe das jetzt nicht durcheinander geworfen. Gut. Da kommt dann wahrscheinlich auch Sven wieder. Ja, genau, Sven, falls du uns hörst, wir vermissen dich. Ja, kannst jederzeit Couchsurfen kommen. Apropos Couchsurfen, darf ich das kurz einflechten, weil du das jetzt sagst? Ich hatte erstmals mexikanische Couchsurfer, ich tue ja fleißig hosten, also. Und jetzt hast du sozusagen Mexiko. Ja, ich habe überhaupt so jetzt den Ehrgeiz, dass ich die ganze Welt vollkriege und dann eine epische Weltreise mache und die alle besuche. Und ja, ich muss sagen, war sehr lustig. Zwei Mexikanerinnen, und zuerst habe ich mir gedacht, naja, was wird da schon sein, ne? Aber sehr herzlich, gescheit durstig, also. Immer wenn, jeden Abend haben sie sicher pro Kopf 1,5 Rotweinflaschen vernichtet. Stimmung war dementsprechend gut, und waren ständig andere Surfer auch noch da. Also Instant Gaudi, ja. Und also, hast du was über Mexiko erfahren oder irgendwas? Die eine hat sogar Politologie studiert, und ich wollte sie dann interviewen, aber wir haben ständig so viel Gaudi gehabt, dass ich nicht sehr produktiv war. Aber was passiert ist, ich versuche das noch ins Internet zu stellen. Wir haben ihnen schön Brunn gezeigt, ne, sind wir so herumgegangen, und ich habe mich etabliert als Fake-Tourist-Guide und einfach Blödsinn geredet vor öffentlichen Gebäuden halt, so. Und jetzt eine lustige YouTube-Serie gemacht. Ich hoffe, ich kriege alle noch geliefert, dann kann ich so ein paar davon publizieren. Aber sofern, mit meiner Lebenserfahrung von genau zwei Mexikanern, die ich gehostet habe, kann ich sagen, sehr nette Leute. Sehr gut. Was ist schlimm? Fake. Fake. Ja, genau. Fake ist jetzt was, total hin. Was denn? Naja, wie macht man Mexikaner glücklich? Bei der Begrüßung sagen, are you real Mexicans? Und das hat ihnen schon gehört. Das hat ihn schon so gehört. Da waren schon die ganze Zeit, haben sie dauernd zitiert und haha, wir are fake Mexicans. Und so. Das ist sehr leicht zu erheitern. Sehr lustig.
Ja, aber hattest du ein Fake-Thema, oder? Nein, ich habe mir nur gedacht, das muss ziemlich peinlich, Entschuldigung, ich muss husten, muss ziemlich peinlich gewesen sein als Fake-Tourist-Guide, oder? Nein, ich habe Gaudi gehabt. Also Gaudi, okay. Ja, du hast die Videos noch nicht angeschaut, ne? Na doch, ich möchte jetzt publizieren auch, mir fehlt noch einer. Ich habe versucht, eine Ente zu interviewen, was sie von Donald Trump hat. Ah, so eine Ente zu interviewen. Das ist, okay, das so die Richtung, okay? Also nicht in Richtung wirklich peinlich, sondern Richtung lustig. Wenn ich was mache. Ah, also. Gregor, du schaut es aus, als hat er doppelt Zahnweh und bei Blutstreitzitronen. Was haben wir denn noch für dich? Benni, solltest du nichts? Ja, also ich kann ja mal die Texte, die ich bisher aufgeschrieben habe, vorlesen, aber nein, das war Quatsch. Ja, ich hatte. Du gibst uns jetzt eine Parabel. Ja, ich wollte eine kleine Geschichte. Und die Parabel, damit das richtig zu schätzen weiß, die ist nicht von irgendwem, die ist von Herrn Dennis Graf. Ja, ich habe mir nur Notizen aufgeschrieben, aber im Endeffekt. Du trägst sie frei vor praktisch. Ja, im Prinzip erzähle ich einfach nur, so wie man halt es bei Märchen gemacht hat, man hat sie mündlich übertragen und so mache ich es jetzt eigentlich auch. Nur ich habe mir ein paar Notizen. Der flieht schon. Oh, ist so schlimm. Ich habe mir nur Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, okay, weil ich oft beim Erzählen Sachen vergesse. Also jetzt im Bierdorfer Podcast 293 live eine orale Darbietung von Literatur von Herrn Knauf. Richtig? Ja, genau. Okay, bitte. Also Literatur ist es ja nicht, das ist ja nicht niedergeschrieben, leider. Okay. Also Definition nur von Literatur, stimmt, ist, ja, es das muss ist niedergeschrieben ein orales sein. Werk. Ja, also einfach nur eine Parabel. Ja. Okay, also es hat auch einen Hintergrund, da kommen wir aber ganz zum Schluss drauf. Im Prinzip, stellt euch vor, ihr denkt euch, ja, ich hätte gerne einen Wachhund für mein Haus, ich möchte mein Haus beschützen lassen durch einen Wachhund. Und ihr geht zu einem Züchter, der halt spezialisiert darauf ist, Wachhunde zu züchten und kauft euch dann für sehr viel Geld einen Wachhund, der dann bei euch im Garten vor der Tür sitzt und euer Haus bewacht. Mhm. Er lässt eigentlich niemanden rein, der nicht reinkommen darf. Also nur man selbst als Besitzer des Hundes ist... darf rein und vielleicht mal der Postbote, weil er sich inzwischen, weil man den sozusagen autorisiert hat, den Hund schnupper mal, darf rein. Mhm. Ja, das ist das Problem, der Hund braucht ja Futter und so weiter. Also gibt es eine kleine Klappe in der Tür, da kann der Hund mal eben rein und kann sich Futter holen. Mhm. Man könnte auch das Futter vorne hinstellen, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt nur die Klappe. Ja, er sitzt im Prinzip vor der Haustür, bewacht diese und er kennt jeden, der reinkommen darf und alle, die nicht rein dürfen, die beißt er dann so richtig ordentlich, die kommen nicht mehr wieder. Also der Hund hat eine Whitelist. Ja, könnte man sagen, stimmt. Man könnte auch sagen, sagt eigentlich... Eine Minute gedauert, bis die erste Analogie aus der Computerwelt kommt. Aber rein theoretisch ist das wurscht. Es könnte auch eine Greylist oder eine Blacklist sein. Okay. Auf jeden Fall ist er dazu da, um Diebe abzuhalten. So, ja, bei Regen sitzt er meistens dann eher neben der Tür, weil es da trocken ist. Und ja, man... kann sich schon denken, könnte es sein, dass der Hund vielleicht wasserscheu ist? Der mag kein Wasser, das könnte ja sein. Und, ja, und machen wir mal den Hund nass. Oh, er haut ab. Also er ist anscheinend wasserscheu. Ja, was lernt man daraus, wenn er wasserscheu ist und er dann abhaut, dass er vielleicht dann doch nicht ganz gut ist als Wachhund, weil wenn er abhaut, braucht man im Prinzip nur einen Gartenschlauch, um den Hund mal eben zu verjagen. Ja, das ist natürlich schlecht. Und wie man vielleicht dann herausfinden könnte, das ist nicht nur der Hund, der wasserscheu ist, sondern die ganze Rasse ist wasserscheu. Falls jemand Beagles kennt, die sind ja ziemlich... stur, also wenn du denen sagst, sie sollen aufstehen, das werden die nie tun, die hören auf Kommandos so gut wie ein Stein, die bleiben liegen, die sind stur und diese Rasse, über die wir hier reden, diese Wachhundrasse ist wasserscheu. Im Prinzip kann man da nur sagen, ja, diese Rasse ist dann doch nicht so gut als Wachhund geeignet und
Ist denn das Haus noch sicher? Ich würde sagen, nein. Braucht man den Wachhund dann noch? Nur bei Schönwetter. Nur bei Schönwetter. Oder man baut sich Drohnen, die immer einen Schutzschirm vor dem Regen. Ein Regenschirmdrohne. Ein Regenschirmdrohne. Ja, jetzt kommen die ganzen... Ich habe schon damit gerechnet, okay, dass er wieder Also im Prinzip kann man ja dann sagen, das ist kein Wachhund mehr, sondern da sitzen einfach da, manchmal. Außer es kommt jemand mit einem Wasserschlauch. Mhm. Also ich wusste, dass da diese Analogien kommen. Aber das ist ehrlich. Man kann ein anderes Sicherheitssystem haben, die Zeiten, wo der Hund nicht funktioniert, als Wachhund, das Haus trotzdem bewacht. Also im Endeffekt werdet ihr jetzt immer komplizierter und komplizierter, um das Problem mit dem Wachhund und dass er nass werden könnte, zu lösen. Aber wir hängen noch an dem Hund, den haben wir also gekauft. Ich hätte gesagt, ein Bindfaden an sein Halsband, Bindfaden mehrere Gasballons und an die einen Regenschirm befestigt. Ne? Ach so, eine Low-Tech. Und da kommt ein Wind. Dann, das heißt, du musst noch was gegen den Wind tun. Gut, ja. Wir müssen das Wetter abschaffen. Ja, genau. Okay, du überdachst das Haus. Aber das Problem, der Wasserschlauch, ist immer noch ein Problem. Wenn jemand mit dem Wasserschlauch kommt... Das stimmt, der könnte unter dem Dach spritzen. Ja, es wird schwieriger. Ja. Okay. Ja, im Prinzip... Ich gebe zu, der Wachhund taugt nur für Schönwetter. Ja, genau. Und im Prinzip, nicht nur, selbst bei Schönwetter hilft es nichts, wenn jemand mit dem Wasserschlauch kommt. Man macht ein sowas wie ein Airlock, wo das macht ein Tür offen, dann geht man rein, dann macht es zu. Und dann kommt der Luft durch die Schleuse. Dann kann man auch nicht Wasser hinbringen, das macht es zu. Der kann auch ist ein Wasserdetektor drin. Ne? Ja, man baut ihn in so eine Bubble ein, wo er immer drin kann. Naja, wenn er eingesperrt ist, kann er auch nicht weglaufen. Ja, genau. Also ich stelle ihn einfach in den Käfig neben der Tür, sodass er... Wir haben gerade den Hundezwinger erfunden. Ja, wir haben den Hundezwinger damit erfunden. Ja, der kann nicht mehr weg abhauen. Das heißt allerdings auch, wenn jemand vorbeikommt dann und der versucht zuzuschnappen, schafft er nicht, weil der ist ja eingesperrt. Außer du machst es, dass die Mensch auch ins Käfig rein muss, wenn er reingeht. Jetzt habe ich es. Du machst eine Hundehütte. Aber dann machst du in der Hundehütte ist eine Leine, die ist circa 2 Meter lang. Das heißt, er kann aus der Hundehütte raus. Mhm. Ja? Er kann aber auch in die Hundehütte rein. Und die Hundehütte, jetzt kommt es, steht auf Rädern. Das heißt, er kann die überall hinziehen, wo er will. Jetzt komme ich, es hilft nichts. Ich komme mit dem Wasserschlauch. Ja, dann schwitze ich den nass. Dann versteckt er sich in der Hundehütte und dann kommt er wieder zu dir. Du müsstest wirklich in die Hundehütte hineinkriechen und ihn dort anspritzen. Ne? Ja, okay, ja gut, schon mal eine Idee, aber mir fällt, es gibt noch sicherlich irgendeine Möglichkeit, um das zu machen. Wir kriegen Essen. Ja, hallo, das sieht krass aus. Oh, das hast du bestellt. Dankeschön. Ja. Er hat das bestellt. Super. Mhm. Boah, was Kurs. Hast du da bestellt? Lecker. Ich habe das bestellt. Ne? Ja, nicht? Ach so, vielleicht, kann sein, dass ich einfach gesagt habe, Esme. Das ist doch Esme, ne? Ja, dann... kommt das einfach zu dir? Ja, das ist einfach so köstlich. Ich habe jetzt das Problem, dass mir das Wasser im Munde zusammenläuft. jetzt muss ich mich noch schnell beeilen mit der ganzen Sache. Mhm. Also wie wir sehen, wir versuchen Probleme zu lösen, um den Wachhund in irgendeiner Weise zu beschützen vor dem Wasser. Um unser Haus zu beschützen. Und jetzt kommt es. Wir hatten schon des Öfteren das Thema Virenscanner. Ja, ich wusste es. Und im Prinzip wollte ich darauf hinaus. Ich wollte es so einfach wie möglich machen für jemanden, der nicht von Virenscanner zu verstehen, wo das Problem nun liegt mit den Virenscannern. Im Prinzip kann man sich vorstellen, dieser Wachhund ist ein Virenscanner auf einem Rechner und der soll schützen. Blöderweise ist er wasserscheu. Das Problem ist nur, wir haben jetzt entdeckt, dass er wasserscheu ist, aber es könnte was vollkommen anderes auch noch sein. Ein sogenannter Bug und schon ist es nicht mehr sicher. Und Virenscanner sind tatsächlich im Prinzip so sicher wie der Hund, der wasserscheu ist. Also für Hugo. Deine Meinung, Dennis. Ja, nicht nur meine Meinung, sondern im Prinzip bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Und dazu gab es vor kurzem einen Artikel bei Heise, ein Mozilla-Mitarbeiter, ein ehemaliger, hat dazu was geschrieben, und sich darüber aufgeregt, über die ganzen Hersteller von Antivirensoftware, dass die so beschissen ist, Entschuldigung für das Wort,
und unbrauchbar und nur Probleme machen. Also, ja, ich würde sagen, eine Türe, die einfach nur stabil genug ist, ist sicherer als ein Wachhund. Und in diesem Fall sollte man einfach sich anders absichern. Dennis, du unterschätzt, dass man hier mit der Blödheit und der Angst von Millionen von Leuten gute Kohle machen kann. Ja, ich weiß. Solange das existiert, wird das gemacht. Ja, richtig, aber du hast vollkommen recht, Aber die Angst ist ja nicht unbegründet. Ich kann mich ja noch erinnern, so Windows XP-Zeiten, wie ich da aufgesetzt habe, gab es ja diesen einen Bug, der ja schon direkt beim Online-Gehen des Rechners, beim Frisch-Aufsetzen, war das schon infiziert. Das hat einen fertig gemacht. Und aus diesen ursprünglichen Ängsten kommt das heraus. Was ich in letzter Zeit, ich weiß aber nicht, ob das für den neuen... Aber das ist keine Lösung, der Virenscanner. Nein, das nicht. Und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe eine lange Zeit lang, wenn ich so, als ich früher noch Support gemacht habe, gab es eine Zeit lang, da habe ich den jeden dann beim Aufsetzen des neuen Rechners den Antivirer raufgespielt. Den mit dem Regenschirm, ne? Ja, den habe ich auch mal. Habe ich meinem Vater auch installiert. Mit dem Erfolg, dass ein Virer, da muss man sich natürlich auch bei der freien Version, kann man sich da registrieren. Und ich meinem Vater einfach dann halt so Aufforderungen geschickt, Werbe-E-Mails, man könnte doch upgraden und das wäre doch für die Sicherheit des Computers notwendig. Mein Vater selber sehr ein proaktiver User, hat sich dann auf einen längeren Vertrag dann auch eingelassen mit denen, ohne sich mit mir abzusprechen. Hat denen wirklich was gelöhnt. Und da kommt das eben ran. Da wird halt wirklich ein Geschäft mit den Ängsten der User gemacht. Kapersky und so habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Prinzipiell, also es ist schon einige Zeit lang her. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab diese Windows Essentials. Und da war ein Virenscanner immer dabei, ist immer noch dabei. Von Microsoft selbst. Da denke ich mir, das kann man doch drauf tun. Nicht weh, kommt vom eigenen Haus und danach hat das einfach auch abgedeckt. Weil ich weiß nicht, es kommt mir immer gerade noch bei der Windows-Szene einfach so unheimlich vor, da ganz ungeschützt irgendwie ins Netz zu treten. Ja, zu dem Thema Windows Essentials oder der Virenscanner von Microsoft. Ja. Tatsächlich schrieb dieser Mitarbeiter, dass das der einzige Virenscanner war, der noch akzeptabel war. Alle anderen sind zum Vergessen. Und da muss ich auch zustimmen. Ich habe irgendwann mal irgendjemanden Naughty Antivirus installiert. Das Ding war so bombastisch, gigantisch groß, dass der Rechner erstmal wesentlich langsamer geworden ist. McAfee kannte ich von der Arbeit. Das hat auch den Rechner sowas von langsam gemacht. Also so circa, du musstest noch einen zusätzlichen Prozessor einbauen, um wieder die mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Also das heißt, die nehmen Rechenleistung weg, nutzen gar nichts, weil sie haben Bugs. Das ist nämlich das Katastrophale dabei. Also, welche Software nicht, ja. Virenscanner sind inzwischen das Einfallstor der Rechner geworden, würde ich sagen. Und ich habe es schon oft gesagt. Interessant ist, hier wurde bei dem Artikel auch gleich dazu geschrieben, Unterschied zwischen, was glaubt ein Benutzer, was nötig ist, um einen Rechner sicher zu machen, und was weiß man, was den Rechner sicher macht. Benutzer stand in den Top 10 dabei, Virenscanner, Passwort regelmäßig ändern und so weiter. Und bei dem, was man weiß, also was Profis wissen, was man tun sollte, kam der Virenscanner nicht einmal vor. Mhm. Aber etwas anderes, was bei dem Otto-Normalverbraucher nicht vorkam, und zwar regelmäßig Updates machen. Also, das darf man natürlich nicht auslassen. Ja. Genau. Dann muss man auf die Security abstellen. Richtig. Und jetzt die Parabel mit dem Hund. Was macht man jetzt? Im Prinzip knallhart den Hund erschießen und einen neuen kaufen, der nicht wasserscheu ist. Oh. Aber ich mag den Hund doch so. Ja, im Prinzip, ja, sagen wir so, das ist ziemlich hart ausgedrückt. Aber die Software machst ja auch nichts anderes als deinstallieren. Du brauchst sie nicht mehr. Und den Wachhund brauchst du auch nicht mehr. Also in der realen Welt, ich würde nie einen Hund erschießen, aber in der Analogie... Eine grausame Analogie, ja. Das sage ich nur Mahlzeit. Danke. Oder den Hund gentechnisch verändern, sodass er... Kanzelliert. Ja, das wäre besonders bitter für ihn vielleicht. Oder Laseraugen oder so. Vorher hatten meine Eltern, mein Vater und meine Oma Windows verwendet auf ihren Computers. Und die haben immer Probleme gehabt. Und manchmal haben die mich extrem geärgert, indem die
diese irgendwie Fake-Antivirus-Programme installiert. Mhm. Und ich habe über den Atlantik, die wohnen in Kalifornien, ich wohne hier in Wien, geholfen mit dem Computer. Und dann war ich wieder, okay, beinhart. Du hast noch Remote gemacht über einen anderen Computer. Ja, genau. Ja. Dann war ich beinhart, okay, ihr installiert jetzt Linux, fertig. Yeah. Und ich meine, es ist kein Vergleich von der Arbeit, die Computer zu betreuen mit Linux. Aber wie haben deine Verwandten reagiert? Haben die gesagt, es ist jetzt alles anders? Weil ich habe genau dieses Problem gerade. Naja, ich habe zuerst denen geholfen, gesagt, wie es ein bisschen anders ist. Und die haben Sachen mich gefragt. Und es war im ersten paar Wochen, ich meine, ich muss dazu sagen, mein Vater ist 92, aber 91, ja. Und meine Oma, die ist auch das ist Mitte 80 oder so, ja. Und so, die sind nicht die... Die sind Power nicht, User. Ja, genau. Aber ich meine, die sind auch alte Leute, die immer Windows verwendet haben. Dann habe ich die auf Linux umgestellt und seitdem habe ich ein Hundertstel der Probleme. Ja, ja. Und ich kann immer... Wenn und sie können trotzdem ihre Sachen machen? Also ihre ja, die können alles machen, was die machen wollen. Einziges Problem für meine Mutter war AutoCAD, aber sie hat einen Laptop, die nur für AutoCAD ist. Aber sonst funktioniert alles, das die machen wollen. Und wenn die brauchen einen Update, ich habe zum Beispiel einen Script, wo ich alle Computer von all die Leute, von denen ich Computer betreue, remote Updates mache. Mhm. Und das mache ich und schaue, dass es abgedatet ist. Super. Ja. Ich habe auch versucht, meinen Vater umzustellen, aber der wollte sofort wieder zurück. Also da bin ich dann relativ gescheitert. Wobei ich mir denke, dass es heutzutage vielleicht durchaus wesentlich einfacher ist, weil man nicht auf so auf Photoshop und andere Anwendungen wirklich angewiesen ist, weil sich einfach irrsinnig viel im Browser auch abspielt. Also ja, man sich ja. Ich meine, aber jetzt, ich würde sagen, Linux has passed the grandmother test. Ja. Es hat funktioniert, ja. Ja, sehr gut. Meine Eltern habe ich auch umgestellt. Ja, also Windows, ich glaube, meine Mutter hat mal einen Windows-Kurs gemacht, hat alles Mögliche damit gelernt, aber sie hatte gar kein Windows. Das heißt, sie konnte das Wissen gar nicht aneignen. Und tatsächlich, meine Mutter ist eine Person, die hat nicht diese Analogien bemerkt. Sie versteht nicht, dass das X da oben, wenn das auf der anderen Seite ist, dass es dasselbe ist. Mhm. Es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht direkt verstehen. Ja, wenn man nicht aufgewachsen ist und diese Symbolsprache nicht so interessant, kann ich mir vorstellen. Ja. Für eine Position und es muss gleich aussehen und so weiter, ist hier ganz wichtig. Und es ist schon ein Problem beim Updaten. Mein Vater, der kann sich auch mit der Konsole weiterhelfen, wobei er halt nicht so besonders gut schnell tippen kann. Überhaupt was in der Konsole machen, das finde ich ja schon. Ja, manchmal lasse ich es tippen und mein Vater, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass er jetzt mit dem Raspberry Pi arbeiten kann. Ursprünglich wollte er das Ding benutzen, um E-Mails zu lesen, im Internet zu surfen, habe ich eigentlich mir gedacht, nee, das geht nicht, ein Raspberry Pi zum Surfen, das geht gar nicht. Habe ich auch mal probiert. Jetzt benutzt er dieses Ding zum Musik hören und so weiter. Ah, ja, cool. Respekt an deinen Vater. Ist schon relativ viel mit Konsole und Raspberry Pi, kann man gar nichts sagen. Ja. Mein Raspberry Pi ist für Aufnahmen eine und die andere benutze ich für Backups. Ja, ich habe es auch. Ich habe einen zu Hause als Home-Server und der andere ist meine Medienabspielmaschine. Wobei, ich habe euch ja erzählt, nur ein kleiner Exkurs, dass ich auf diesen habe ich ein LibreELEC, das ist eine Distribution, Kodi präsentiert. Jetzt ist das Problem, dass Amazon Prime nicht dort läuft. Und Amazon Prime braucht man zum Fernsehen gucken. Na, Amazon Prime, um halt die Filme auf Amazon, für die ich halt jährlich zahle, irgendwie auch anschauen zu können. Die haben das DRM geändert, jetzt geht das nicht mehr. Aber, und das ist aber ein Hoffnungsschimmer mit vielen Wenn und Abers. Also Leute, freut euch nicht zu früh oder so. Aber ich lurke mittlerweile auf GitHub. Also ich habe so ein paar Softwareprojekte, die ich beobachte. Und da lasse ich mir immer die E-Mail-Notifications zuschicken. Und ich habe das Projekt gerade auf meiner Watchlist Android, Nougat für den Raspberry Pi 3 zusammenzustellen. Und das wäre insofern... könnte das eine Möglichkeit sein, weil in der Android-Umgebung ist das DRM, also ein Amazon-kompatibles DRM implementiert. Also dort könntest du die Filme schauen mit den Ausbordmitteln von Android. Okay.
weiß ich aber nicht, ob das wirklich geht und ob diese Distro schon weit genug gediegen ist. Das glaube ich nämlich nicht. Also viele Wenn und Abers, aber das könnte auch noch eine Möglichkeit sein, dass ich vielleicht das auf den Raspberry Pi 2 spiele oder so. Und, das so Android als Home System. Ja, Android als Home System. Aber schmecken tut es mir leider nicht, weil LibreElec ist wirklich total gut. Ja, das kommt. Das ist unglaublich gut. Es ist unglaublich gut. Ja. Tja, ich möchte hier etwas ganz Frevelhaftes, was gegen meine Meinung sogar ist, sagen. Ich bin jetzt schon empört. Ja, ich bin auch über mich selbst empört, dass ich darüber mit anfange. Das ist wirklich krass. Mein Kopf platzt gleich. Und zwar der Fire Stick von Amazon. Ja. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Den steckst du einfach per USB an den Rechner an und dann HDMI und zack, hast du alles, was Amazon kann. Und sogar Netflix ist möglich. Und das ist so ein kleines Linux vom Scratch? Oder? Nee, das ist ein Android meines Wissens. Aber du hast keinen Zugriff auf Android oder sonst was. Du hast nur auf deren Oberfläche. Du bist nur User. Ja. Ist ein Amazon Consumer Stick. Ja. Ein Consumer Stick. Den tust du direkt an den Fernseher anstecken. Ja, schon aus dem USB-Stick oder bei HDMI und steckst an. Ich habe das auch gelesen, weil jetzt kommt auch der neue Fire Stick raus und so. Kann nämlich kein 4K. Ich hab dann nämlich auch drauf gesperrt, ob man darauf dann Code installieren könnte oder so. Aber ich bin auch zu trotzig noch. Ich will Amazon. Ich habe genug Geld schon. Ich will nicht ihr sperren euch auf unsere Hardware 1-Strategie einziehen. Richtig. Ja, ich habe etwas fast so schlimm. Ich habe eine PlayStation 3. Ah. Das ist, was ich Aber was hat die mit Amazon zu tun? Wir haben auch diese Roman Voice. Das sind nur Sony-Produkte. Also du bist in den ihrer, wie heißt das, Corporate Lock, Vendor-Lock. In ihrem Ökosystem. Ja, ein bisschen, ja. Aber ich verwende so einen Media-Server, Universal Media-Server und schaue damit fern. Ah, cool. Ja. Ja, wie gesagt, man kann sich da auch kleine Freiheiten schaffen, aber Spaß macht es keinen. Ja, ja. Ich meine, PS3 hat mal Linux-Support gehabt und jetzt nicht. Ja, genau, das haben sie dann zugesperrt. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht mehr noch eine alte PlayStation, die gibt es ja inzwischen für 100 Euro, kaufe, dort Linux installiere und für bestimmte Dinge verwende. Aber die Rechenleistung ist inzwischen schwächer als bei einem Raspberry Pi. Oh, wirklich? Dürfte inzwischen so sein, ja. Also RAM auf jeden Fall. 256 MB RAM, das ist nichts. Wow. Und die Cell-CPU, okay, sie können ein bisschen schneller sein als ein Raspberry Pi, aber ist schon etwas alt. Besonders der Stromverbrauch, das kennt man gleich mehr. Ja. Ich spiele halt meine japanische Computerspiele in Japan, die sind total auf Konsolen und die machen nur ihre Spiele auf diese DRM. Charles, nicht Computer. Computerspieler in Japan heißt automatisch Porno-Spieler. Ja, sowas. Das verstehe ich nicht. Also wenn du ein Zelda oder so ein Adventure-Spiel spielen willst, musst du eine Konsole verwenden. Ja. Und ja, Zelda sowieso. Ja. Und wenn du ein PC-Spiel spielen willst, ist es automatisch ein Porno-Spiel? Sagen wir es so. Ich war in Tokio in einen Laden, wo die haben Spiele verkauft. Ja. In einem Stock waren nur PS3-Spiele und so weiter. Okay. Und unten im Keller waren die PC-Spiele. Schon im Keller. Im Keller, ja. Das war in Akihabara, falls jemand das kennt. Und es war eine One Shelf, eine Bücherregal. Ja. So circa, sagen wir, 2 Meter breit. Mhm. Bis von Boden bis zu Dach. Und es waren nur westliche Spiele. Und dann die Rest von der Laden, so groß wie, sagen wir, ein Eurospar, mit japanischen Computerspielen, alle waren nur für Leute über 18. Und dann verkaufen die sich. Ja, die verkaufen sich und die sind nicht billig. Die sind meistens, ich glaube, so mehr so wie digitale Bücher. Ja, ja, ja. Und die kosten 900 Euro. Im Deutschland. Autsch. Boah, das ist wie viel das kostet in Japan. Ja, das dort ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe ein bisschen erwachsener. Die sind ja schon mit Mangas und so und diesem gerade mit den Computerspielen sehr sozialisiert. Es gibt natürlich auch Nicht-Porno-Spiele von denen, aber es stimmt schon, es ist nicht zu übersehen, dass da durchaus ein Hang. Auch diese ganzen Furry-Geschichten oder so. Und auf Steam schaue ich auch noch manchmal, weil es mich einfach amüsiert, diese Trailer von japanischen RPGs. Da gibt es ja absurdes
Zeuge, so, ja, ja. Rollenspiele, wo man ein Damenhöschen spielt und flirt, Quests absolviert. Also wirklich, aber dafür liebe ich sie auch so irgendwie. Es ist manchmal dieses asiatische Prisma so abgefahren, dass ich da immer noch ein Ding. Du so schüchtern und gleichzeitig brüde und dann noch so pervers. Voller Widersprüche, aber total gut. Genex, die Firma, die auch so die bekannte Anime-Gruppe Evangelion und so weiter gemacht hat, hat auch Computerspiele gemacht. Und eine von denen heißt Princess Maker, wo man spielt eine Fata und man muss seine im Fantasy-Welt, Mittelalter Fantasy-Welt, seine 10-jährige Töchter bis zu 18 erziehen. Indem man die zu Kurse schickt, arbeiten und Monster jagen. Die werden dann Prinzessinnen, oder? Dann am Ende vom Spiel, es sagt dir, wie erfolgreich du warst als Vater und welchen Beruf deine Tochter hat und wen sie geheiratet hat. Mhm. Die Möglichkeiten spannen alles von hochkontrastische Prostituierte bis zu General und Königin und Akademiker, Tänzer, was sind. Tja. Ja, es ist faszinierend, was klingt spannender als selber Kinder großziehen. Ja, wer ein bisschen Einblick haben möchte, zum Beispiel in alte japanische Spiele, dem empfehle ich immer das Game Center CX, kann man sich auf YouTube zum Teil anschauen. Das ist eine Retro-Spiele-Show. Ah, cool, ja. Der Showmaster vornimmt besonders schwere Spiele dann durchzuspielen. Und die bringen dann auch in den Zwischenpausen, wo er halt nicht spielt, immer so Berichte von so Spielhöllen oder Spielegeschäften. Mhm. Und das ist halt auch wunderschön anzuschauen, was für Hardware dort umsteht. Wirklich, wirklich toll. Also ich muss sagen, ich habe eine Liebe dazu, einfach weil an und für sich, ohne dass wir es wissen, das ist ein bisschen wie bei Niklas und wie bei Biene Meier, ich meine, das sind ja auch japanische Sachen. Das ist so wie Trikotronics. Ich meine, die ersten Trikotronics, die gespielt haben, waren Nintendo, Donkey Kong und solche Geschichten. Und man ist eigentlich mit dieser Welt dann eigentlich auch schon ein bisschen groß geworden. Ja. Genau. Und ich würde mir ja wünschen, wirklich ein gutes JRPG jetzt mal irgendwo zu spielen wieder. Weil ich habe unter dem Sega mal eins gespielt, das hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Das Defender of the Oasis hat das geheißen. Und ich mochte, dass das bei den japanischen Rollenspielen halt auch dieses Dialoglastige und andererseits relativ zugänglich, weil das halt diese kindlichen Figuren, ein Kampfsystem, das relativ schnell zugänglich ist und trotzdem strategisch. Also da gibt es schon vieles, aber ich. Unter Android ist halt auch schwierig, die tollen Sachen zu finden. Also jetzt habe ich so eins im Auge mit dem Bibel eigentlich schon seit einem halben Jahr, das ein älteres Chrono Trigger nennt sich das. Auf was du über den aufpassen? Das würde ich gern mal spielen, aber ich bin mir noch zu neidig. Also werde ich vielleicht. Es gibt zwei nicht so bekannte Spiele, die gut waren für Super Nintendo, und zwar Tales of Phantasia und Star Ocean, die Original Star Ocean. Okay. Und Tales of Phantasia, die waren so, ich glaube, die haben riesigen Cartridges gehabt damals, und Tales of Phantasia, die haben eine ganze Opening Lead mit wirklichem Gesang und so weiter. Die haben so eine riesige Cartridge, und das war circa zwei von den Spielen, die meiste Potenzial aus dem Super Nintendo gezogen haben. Und die wurden nur in Japan. Und dann irgendwann für Game Boy Advance haben die Tales of Phantasia gebracht, aber es war eine sehr schlechte Version. Und so. Okay, die zwei Spiele, okay. Vielleicht kann man die ja. Oder wenn du zwei eine Freunde hast, du kannst auch Seiten Densetsu zu 3 spielen. Ah, cool. Das ist so Action-RPG. Man kann bis zu 3 Spiele gleichzeitig spielen. Computerspiele, habt ihr noch Computerspiele, wenn wir schon bei dem Thema sind, oder? Factorio! Ja, ich spiele immer Faster Than Light. Ja, spielst du das? Okay. Ja, und Dwarf Fortress. Spielst du auch okay. Ja. Und auf PS3 gerade Tears of Symphonia. Das sagt man doch, das ist auch ein JRPG, oder? Ja, und beste JRPG, glaube ich, PS3 und oder so ist Valkyria Chronicles, aber das ist mehr Strategie. Ja, richtig. Davon habe ich gehört. Das ist eine gute Reihe angeblich, genau. Ja. Ich habe die dritte gespielt und die erste. Die dritte natürlich, dadurch, dass es nur auf Japanisch ist, auf Japanisch gespielt, aber es sind wirklich gute Spiele. Na, ich habe gespielt. Aber man muss Japanisch kennen. Ja. Das ist, warum ich Japanisch gelernt habe, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das hätte ich mir auch oft gewünscht. Nämlich besonders, also wenn man sich japanischen Content anschaut, Serien und so, ich habe ganz lange Naruto geschaut oder Mayashimon oder die ganzen Sachen, ich schaue sie dann immer im Japanischen mit Untertiteln, weil einfach beim japanischen Sprache einfach die ganze Sprachmelodie und das Theatralische viel besser rüberkommt und weil bei der Übersetzung halt oft für ein kindliches Publikum übersetzt wird und dann sehr kreischende Stimmen, das nervt einen so instantan. Ja, ich muss dazu auch sagen, in Japan einen Seiyuu, eine Stimmschauspiel ist mehr elitär als hier und es wird viel mehr, es gibt extrem viele Schulen und es ist sehr kompetitiv und es sind sowas wie Superstars. Die verdienen nicht wie Superstars, aber es sind schon wirklich bekannte Stimme-Schauspieler und es ist viel mehr etabliert dort. Ja. Cool. Ja, ich habe auch gespielt, das kann ich vielleicht kurz anreißen. Ich habe es eh schon versucht, die letzten Folgen zu planen, jetzt wo der Rob mich so geschimpft hat. Ja. Ich habe schon öfters erzählt, dass ich am Tablet gespielt habe, Shadowrun Returns. Genau, und da gibt es aber mittlerweile mehrere Texte, Teile. Ne? Ja. Das ist isometrische Ansicht, es basiert auf dem alten Pen und Paper und ist ein Cyberpunk-Setting. Ja? Hat das nicht irgendeinen Österreich-Bezug? Wurde das nicht von einer österreichischen Firma auch entwickelt oder so? Hairbrain Teams heißen sie und ich weiß nur, dass einer der Pen und Paper-Mieterfinder da auch mitprogrammiert hat oder mitdesignt hat an dem Ganzen. Aber und war das, wo man doch immer so wieder so Texte sieht? Also wenn man dann auf so einen Waffenhändler klickt, kommt so ein ziemlich langer Text. Genau, du hast eigentlich diese isometrische Ansicht, du kannst dich durchklicken, so eine Puppenhaus-Ansicht und kriegst die Geschichte eigentlich nur über Text erzählt. Ja. Und ich habe schon vor einiger Zeit eben das Shadowrun Returns gespielt, dazu gibt es einen Nachfolger, das nennt sich Shadowrun Dragonfall, das spielt in Berlin, in Cyberpunk Berlin. Und die beiden Spiele, die habe ich ja schon schon vor längerer Zeit mal gespielt, aber jetzt zu Weihnachten, ich bin ein bisschen abschlussfaul. Das heißt, sobald ich in den Endkampf reinkomme und er ist so schwer, dann denke ich mir, aber das Loot, das sich da einsammelt, das kann ich überhaupt nicht mehr verwenden. Weil es schon Endkampf ist. Ab Level auch ist so toll, wird der Klimax auch nicht sein. Na, das lasse ich lieber. Aber zu diesen Weihnachten habe ich jetzt beide Spiele jetzt nochmal angerissen und jetzt wirklich durchgespielt. Leider kann ich habe sie am Tablet gespielt und leider kann ich sie am Tablet zumindest aus technischen Gründen nicht empfehlen. Ja, macht ja keinen Spaß. Naja, es macht schon Spaß, aber man merkt halt, es ist eine Portierung, das heißt, die Schriften sind relativ klein und so gerade die letzten 3% ans Feinschliff gehen nicht. Und das weiß ich aber nicht, ob es an meinen Tablets liegt, weil ich habe relativ billige Budget-Tablets. Es hat einfach nicht performt. Und nämlich immer nicht, also nicht durchgehend. Es gab so Stellen, da ist es flüssig gelaufen, aber bei so Sachen, wo man also speichern beispielsweise und laden. Ja. Je mehr Speicherstände du hattest, desto länger dauert es, dann was zu speichern. Und das hat einen halt, gerade wenn die Kämpfe schwieriger werden. Also das ist prinzipiell aus einer technischen Perspektive keine Empfehlung. Vielleicht läuft es aber am PC besser. Mir hat das einfach gefallen. Mir waren sie beide ein bisschen zu klein und ein bisschen zu schlauchig und zu gesteuert. Aber man von den Texten und den Abenteuern her war's nett. Auch nicht Ravuzzi Kapuzzi. Ja. Es ist ein bisschen High Fantasy. Aber sie haben die Atmosphäre doch schon übergegeben. Es ist ein bisschen zu High Fantasy. Also insofern, dass die Charaktere halt dann doch so überzeichnet. Ja. Aber das mag ich vielleicht, weil ich ja auch von diesem Pen and Paper Rollenspiel komme und es liest sich sehr wie die Flavortexte. Und da sind zwei neue Spiele rausgekommen, beziehungsweise... Also auch in diesem Shadowrun-Universum mit ein weiteres Shadowrun-Returns-Spiel, nämlich Shadowrun Hong Kong. Das ist nicht mehr für Tablets erschienen, weil sie da auch eine Das ist reines PC-Spiel. Ein reines PC- und Linux-Spiel. Ich habe sogar Linux gespielt und das Steam-Spiel. Und es ist die Engine haben sie weiterentwickelt und es ist hübscher. Ja. Und es ist jetzt auch alles ein bisschen größer. Man geht jetzt durch ein Stadtviertel von Hongkong. Ja. Es gibt gefühltermaßen mehr Sidequests ein bisschen. Ja. Und sie haben auch ein ganz tolles, fand ich, ganz gutes Zusatz-Adventure dazu gegeben. Das Ganze, also nach der Hauptkampagne, noch so eine kleine Kampagne mit vier so großen Quests eben gespielt. Und ich fand das eigentlich auch atmosphärisch, habe ich auch in einem Ruck durchgespielt und hat mir eben sehr gut gefallen. Und das hat auch performt. Aber wie gesagt, das mit dem Tablet, das war eher... Also am PC kannst du das empfehlen? Kann ich empfehlen. Und weil schön, dass es unter Linux läuft, ne? Ja, genau. Das hat mich total gefreut. Und wie ich mit dem fertig war, ich mir gedacht, kennst du das? Das ist wie, wenn man ein Buch fertig gelesen hat. Jetzt willst du die Vorgängerbücher durch.
jetzt ist, was mache ich jetzt? So, das nächste RPG muss her. Ja, ja. Und ich habe dann herausgefunden, es gibt von Shadowrun, von einem anderen Entwicklungsstudio, gibt es das Shadowrun Boston Lockdown. Das spielt eben in Boston, ist aber von einem anderen Entwicklerstudio und hat auch einen anderen grafischen Stil. Und auch wieder diese ISO-Engine? Oder ja, schon, ja. Aber mit so 3D-gerenderten Figuren drinnen. Mhm. Also das schaut andere war auch 3D, es schaut anders aus, ja. Es schaut so ein bisschen matschig hässlich aus. Mhm. Und beim Kampfmodus haben sie gerade mir so die paar Prozent weggenommen, die mir Spaß machen. Kein Overwatch, also dass man nicht entscheiden kann, dass man schießt, wenn der andere Gegner zieht. Und also du lauerst praktisch auf die, genau, dass der Gegner hier, wo er vorkommt. Ja. Richtig. Oder solche Mechanik. Und, ich habe mir gedacht, ach, das andere war so, das war so richtig. Das ist schon eingearbeitet. Genau, das war vielleicht nicht so technisch perfekt wie ein XCOM, aber es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich auch so die strategischen Möglichkeiten habe. Und beim Boston Lockdown taktischen, genau, richtig. Ja. Gute Unterscheidung, danke. Und das ist beim Boston Lockdown nicht mehr, habe ich beim nach zwei Stunden oder? Einfach zurückgegeben. Und das hat ohne Probleme geht? Funktioniert. Also in dem Fall hat das total funktioniert. Also Boston Lockdown nicht so toll, Hongkong hat mir wirklich gut gefallen. Muss aber dazu sagen, mir sind auch Spiele, also manche werden sich vielleicht beklagen, dass es auch etwas zu klein geraten ist, aber mir war das zu klein. Dieser Schuh hat einfach für mich total gepasst, weil das war über die Weihnachtsfeiertage weggespielt. Es war hübsch anzuschauen, ich habe ein paar schöne Geschichten gehabt, fertig. So viel zu Shadowrun. Mein Lieblingsspiel von 2016 war XCOM 2. Du hast XCOM 2 gespielt? Ja, für den Ops. Ja, und? Wie? Es ist wirklich... Also, ich mag es, hast du auch das XCOM 1 gespielt, oder? Ja, ja, ich habe XCOM 1 gespielt und dann XCOM 2 natürlich. Und original was ändert sich beim XCOM 2? Es ist, würde ich sagen, grundsätzlich vom System ist es einfach viel geläufiger und viel... Es ist grundsätzlich dasselbe Spiel, aber es ist alles einfach besser. Okay. Es ist wie... Nachdem ich XCOM 2 gespielt habe, sehe ich keinen Grund mehr, XCOM 1 zu spielen. Okay. Ja. So. Aber du hast auch diese Festung, die ist, glaube ich, in einem Raumschiff. Ne? Die fliegt darin. Das ist cool. Das ist, finde ich, ziemlich gut. Ich finde, es ist auch viel mehr, die Early Game ist tausendmal besser. Ja. Es ist nicht mehr da, wo man, wenn ein Land verliert, dann hat man es verloren für das ganze Spiel. Und diese Blödsinn. Und ich habe am meisten Spaß gehabt, Commander Iron Man zu spielen. Oh, Iron Man. Also ohne Speicher. Ohne Speicher. Ja, cool. Und das war lustig. Ja, das habe ich schon. Und hast du dann trotzdem nach Verlusten und so, wenn einmal dein ganzes Team weg ist, trotzdem weiterspielen können? Ja, ganze Team habe ich noch nie verloren. Mhm. Aber es ist mir schon passiert, dass ich nur eine übrig gehabt habe oder sowas. Und manchmal, aber ich würde sagen eher so, wenn ich ziemlich früh im Spiel viele verloren habe, dann habe ich einfach neu gestartet. Ja, ja, ja. Und wenn es später war, dann habe ich eher nicht verloren. Weil es ist, ab einem bestimmten Punkt ist mein Team so stark, dass es... Überlebt es auch. Ja, ja. Mhm. Und ist nach wie vor, dass du, glaube ich, nur 4 Soldaten auf einen Schlachtfeld schickst? 6 kannst du. 6, ja. Mhm. Und ich habe damals im 90er die Original XCOM und XCOM Apocalypse gespielt. Ah, du hast auch XCOM Apocalypse gespielt. Ja, ja. Geil, weil ich ziemlich fachsimpeln kann. Also. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, damals, ja. Das war mein... Ja. Also du kannst XCOM 2 sozusagen empfehlen. Mhm. Ist ja doch relativ teuer. Ist das, glaube ich, beim Humble Bundle, was im Angebot ist. Ne? Ja, aber beim monatlichen, genau. Ja, also da hätte man das für sich einen Monat nehmen sollen oder so. Es hat auch relativ gut funktioniert. Naja, ich habe ein bisschen komplizierter. Ich habe The Bleeding Edge AMD Open Source Graphics Card. So, es hat mal sehr gut funktioniert, dann nicht so gut und wieder gut. Und weil ich habe die Gallium 9, falls ihr das kennt. Das ist die, wo es hat Native DirectX 9 Supports of Wine und man kann einfach DirectX 9 Windows Spiele fast auf der Geschwindigkeit auf Wine spielen. Das ist aber ein Argument cool. Nett, ja. Ja, das ist, was ich benutze, um Guild Wars 2 zu spielen. Entschuldigung, du musst mir jetzt erklären, wie Guild Wars 2 ist, weil ich kenne das Original Guild Wars, glaube ich, noch unter Windows. Guild Wars 2 ist viel mehr... Geht das unter Linux überhaupt? Mit der Gallium 9, das heißt... Brauchst du eine gute Karte. Ja, nein, also hauptsächlich Nvidia, glaube ich, kannst du vergessen. Aha. Wenn es AMD ist, gute AMD-Karte und die Bleeding Edge Gallium 9 Drivers und die spezifische Version von Wine und dann funktioniert es ohne Probleme. Aber das muss man machen, ja. Und ja, es ist sehr
Ich finde es sehr viel Spaß. Es hat cool diese einzelne Story und die original Spiel. Jetzt ist gratis. Nur die Expansion muss man zahlen und für hauptsächlich kosmetische Sachen. Kann man extra kaufen. Man kann zum Beispiel Flügel kaufen, dass mein Charakter schaut aus, ob sie ein Schmetterling ist oder was immer. Das muss man haben. Ja. Na cool. Ja. Ich habe Tanzgeschichten, wenn Sie wollt. Ja, das wäre jetzt doch so ein guter Zwischenstreu. Ja, genau. Ja. Okay, also auf meiner Hintergrund, ich habe mir vorgenommen zu Silvester, ich besuche so viel Bälle wie möglich. Ja? Und einmal in meinem Leben habe ich einen Vorsatz und arbeite auch dorthin. Ja? Also zwei, dreimal konntest du es auch unterbringen? Ja, ja. Das ist schon berichtet, ja. Aber ich habe jetzt wirklich auch sehr viele Bälle schon besucht, also ich bin nicht schlecht in der Zeit, ja, und es kommen noch welche dazu. Und was kann ich berichten? Ich war, und zwischen den Bällen gehe ich natürlich auch tanzen, um eben potenzielle Balltanzpartnerinnen auszuprobieren, also durch ein größeres Investment, da will man wissen, ob man vorher überhaupt miteinander kann. Ne? Und eins, was ich halt rausgefunden habe, ist die Tanzschule Watzek. Die hat 4 Tage die Woche eine Perfektion, wo man einfach billig hingehen kann tanzen. Okay. Jetzt habe ich auch ein anderes Lokal ausprobiert und das ist das Pö im 16. Bezirk in der Nähe vom, dass ich jetzt richtig sage, Metropol, kann das sein? Beim Jörgerbad dort. Was ist das, Metropol? Also es ist ein beim Jörgerbad in der Nähe. In der Nähe, ja. Okay, ja. Und was ist das Pö? Das ist ein übrig gebliebenes Relikt aus den 50er Jahren. Und zwar ist das eine Boogie-Woogie-Tanzhalle. Ja? Und ja, was ist das denn? Das ist ein Lokal und dort wird Boogie-Woogie gespielt und dort gehst du hinein und tanzt du Boogie-Woogie. Und die Musik ist aus den 50er Jahren und ebenso das Publikum. Also mit meinen 47 war ich dort am Kindertisch absolut der Jüngste. Ja. Also alle anderen Herren hatten silberne Haare. Und ja, aber Stimmung war echt gut. Die haben da, sind da eben hingegangen, um Boogie-Woogie zu tanzen. Und das sehr Schöne ist, man zahlt keinen Eintritt. Also du gehst einfach rein, kannst direkt lostanzen. Niemand belästigt dich, aber wenn du dich hinsetzt, kommt die sehr nette Chefin und fragt halt, welches, also es ist ein Konsumationszwang, also sie sagt dann, was bestellen sie. Genau. Ich nehme an, man könnte, wenn man wirklich die Eier hat oder den Mut, könnte man sagen, ich trinke nur ein Glas Wasser, aber das traust dich nicht, weil man merkt, die sind da alle mit Herzblut dabei, ein Stück 50er Jahre am Leben zu halten. Schön. Und ja, und ich habe dann gefragt, sie haben gesagt, sie verlangen nur Eintritt, wenn sie eine Liveband haben. Und ich habe dann gefragt, und spielt sie immer nur Boogie? Haben sie gemeint, na, sie spielen anderes auch, aber also zumindest, ich war am Mittwoch dort, da war nur Boogie. Die Öffnungszeiten bitte auf der Homepage nachlesen. Von dem Lokal, das hat auch nicht jeden Tag offen, aber man hat so gemerkt, das sind Leute, die gehen da hin und tanzen gerne Boogie. Ja. Ja. Und ich nehme an, man kann sogar, was es nicht alles gibt, ja. Und es, das habe ich nicht ganz herausgekriegt, weil ich war mit einer Dame dort, aber es waren dann so einige Herren und ich glaube auch ein paar Damen, die sind einfach an einem Tisch gesessen und haben die ganze Zeit den anderen zugeschaut. Also ich nehme an, da gehen auch Leute hin, die keinen Tanzpartner haben und dann hoffen, dass sie aufgefordert werden oder das, weil da habe ich nicht ganz den Einblick gehabt. Ja. Und ja, also das habe ich sozusagen gelernt. Es gibt ein Lokal in Wien, wo man hingehen kann und Boogie tanzt. Das ist eine gute Frage. Ich habe ein DJ-Pult gesehen. Ich habe kein Klavier gesehen, das heißt aber nicht, dass es es nicht gibt. Das kann einfach in einem, weil das Ganze war, glaube ich, angeschlossen an so eine Art Volkshochschule. Also ich nehme durchaus an, dass die da auch Möglichkeiten haben. Speziell, weil sie gesagt haben, sie haben öfter Live-Bands, dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwo Instrumente haben. Ja, ich meine, aber Live-Band hat meistens nicht einen Flügel. Ja. Also es ist mir so vorgekommen, als wenn man will, kann man da durchaus auch einen Flügel reintun. Aber vielleicht einfach mit der Besitzerin reden. Ja, schön. Und das andere, was ich erzählen kann, ich war auf einem Ball, und zwar auf dem Lumpenball. Der Lumpenball ist eine Tradition in Wien, die aber jetzt sehr lange vakant war. Und zwar hat, ich glaube, ein Geschäftsmann von der Gumprechtsdorfer Straße im 15. Bezirk, wenn ich das jetzt richtig beieinander habe, also die Gegend hinter der Stadthalle,
dass ich das richtig sage. Es ist noch 15. Jahr. Ja. Und die haben damals irgendwie einen lokalen Ball machen wollen, der im Gegensatz zu den klassischen Wiener Bällen halt auch für das einfache Volk erschwinglich war. Und deshalb Lumpenball, wo man sozusagen, wo das Proletariat hingehen hat können und tanzen. Und diese Tradition wurde jetzt wieder belebt. Und dieser Ball ist recht lustig. Also die Leute gehen zum Teil sehr verkleidet hin, mit sehr schrillen Kostümen, sehr viele so als Art Sandler aufgemacht oder Clochard. Und das Ballpublikum, wie soll ich sagen, ist halt sehr lokal und man fühlt sich so ein bisschen wie auf einem Feuerwehrfest, also am Land. Es ist sehr rustikal. Ja, ja, und feierig klingt man auf einem Feuerwehrfest, das ist ja durchaus. Ja, also, ja, also es geht nicht versnobt so da, ganz im Gegenteil. Ja. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt, also ich bin hingekommen und es ist in der Stadthalle und zwar die Stadthalle hat mehrere Säle. Ich habe auch nicht gewusst, da kann man so eine Treppe raufgehen beim Haupteingang der Stadthalle und kommt man so eine Art Oberetage und rechts war da ein riesen Track, da war Helene Fischer Konzert und an dem ging es auch noch vorbei und dann war noch einmal zwei Räume haben es praktisch für den Ball reserviert. Mhm. Die Räume waren so typisch, so wie ein bisschen größerer Pfarrsaal, also ja. Gemeindesaal. Ja. Und da wurde halt, war eine Band, eh gleich 7 Mann und 2 Sängerinnen haben gleich ABBA-Lieder gespielt, also Tanzfläche von, ja, ich weiß nicht, 10x20 Quadratmeter, also es ist eher klein und viele Tische halt und es war wesentlich mehr los an der Bar als auf der Tanzfläche. Also die Leute sind einfach hingegangen und Gaudi haben und trinken und sind oft in Gruppen verkleidet schon auf den Ball gekommen. Und man hat gemerkt, ja, da ist ziemlich viel Stimmung. Und sie haben dann im Eingangsbereich war so eine Art Disco aufgebaut. Da durfte man auch rauchen, da waren so Aschenbecher, was mich sehr genervt hat. Ja. Nein, ich habe mich dort dann sogar auch amüsiert, weil eh schon alles wurscht. Ja. Kunstnebel reingetan. Und also man hat zwei Tanzflächen gehabt und das Ganze war sehr überschaubar. Also es waren in 2 Sälen, aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Man hat gut tanzen können, Band war sehr super, also Liveband die ganze Zeit. Und sehr schöne Mitternachtseinlage, nämlich vom Kabarett Simpel. Komplette okay. Ensemble da, ich habe die Nummer dann schon gekannt. Das ist ja noch vor Augen für ja, einen Simpel Besuch. Aber es war jetzt nicht so, dass sie da 2 Schauspieler hingesteckt haben, sondern es war wirklich das komplette Ensemble da und die haben auch eine relativ große Nummer dann komplett durchgespielt. Also man hat richtig was gekriegt. Eintritt war für einen Ball sehr billig mit 25 Euro. Mhm. Und es hat halt Tombola gegeben und überall Bars, also ein bisschen Essen hat man auch gekriegt. Und ab 1 Uhr nachts war die Tanzfläche praktisch leer. Die arme 7-Mann-Band hat wirklich für ein einziges Pärchen gespielt und alle waren bei der Disco in diesem Nebel und haben sich dort gegeben. Also es hat sich dann halt drüber verlagert. Aber wer einen unkomplizierten Ball will und wer vor allem, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus Faschingsfest und Ball schätzt und jetzt nicht unbedingt zum sich sackeln mag und tanzen, sondern einfach... Ja. Ich war in der Tanzschulwäsche, also mit Jeans und Sakko und das habe ich dann ausgezogen. Also war ich dort schon overdressed ein bisschen. Mhm. Also. Und natürlich ist es ein bisschen lustig, wenn man dann Leute sieht, die sich als Müllarbeiter, also als Müllmann verkleidet haben und dann voll super tanzen. Also sehr, sehr witzig. Ein buntes Publikum. Ein sehr netter, einfacher Ball, kann ich sehr empfehlen. Lumpenball. Ja. Hast du diesmal deinen Kaffee und dein Ding nachher geschafft, also in einen Kaffee zu gehen? Oder nein, meine Tanzpartnerin, meine Dame, hat geschwächelt um, glaube ich, 1 oder so, hat sie einen Atem gemacht. Und ich habe es dann noch bis 2 geschafft eigentlich, oder bis kurz vor 2. Und um 3 war der Ball offiziell aus. Also ich bin mit der U-Bahn heimgefahren und schlafen gegangen, ganz unspektakulär. Ja. Toller zum Packers of the Warning, dann ist es schwierig, nach Hause zu kommen. Ja. Das sieht man nicht fest. Ja, ja. Und du gehst nicht zum Opernbau, würde ich gerade. Nein, also ich war traditionell immer der Ausdruck. Ja. Nein, aber ich habe Couchsurfer, die zum Opernball gehen und die wollten mich nachher besuchen. Also ich bin gespannt, was die erzählen. Die gehen Couchsurfen und gehen jetzt aus New York, ja. Das ist interessant. Ja. Ich entschuldige mich für meinen Land. Nein, man muss dazu sagen, ich bin also in frühester Jugend war ich mich auf der Opernball-Demo und das bricht natürlich dann, wer gegen die Reichen demonstriert und jetzt kann ich, obwohl ich jetzt eigentlich ganz gern hingehen würde, ja, weil jetzt bin ich reich, aber man ist ein bisschen älter, ja. Aber so viel Charakter habe ich noch, dass ich nicht am Opernball gehe. Das ist der Einzige, den ich absichtlich auslasse. Freunde von Freunden von mir gehen dorthin, aber die zahlen nicht, die wissen nur, wo man sich reinschleicht. Das gehört natürlich dazu. Nee, ich kenne die nicht persönlich. Ich habe nur davon gehört. Ja, so viel zum Thema Tanzen in Wien.
Was mich sehr ärgert ist, dass alle meine Tanzschulen und sonstigen Tanzball-Postings auf Facebook kriegen wesentlich mehr Zuspruch als meine Anti-Sobotka-Demo-Aufrufe. Der macht doch einen Tanzblog. Ja, genau, ja. Soll er das mit mir an, dann mache ich Likes. Guck, da haben sich zwei gefunden. Genau, ja. Weil der Boogie Woogie und so, ja. Ich möchte nur ganz kurz gerne reinträufeln. Ich habe die CD vom Roman Richter vom Happy Day Podcast gerippt. Ich habe es geschafft und reingehört. Reingehört und nicht durchgehört. Ich werde die nächste. Aber erzähl, ich habe schon einmal durchgehört, aber so, ich würde mir gerne die ganze Rezension fürs nächste Mal sparen. Möchte aber nur sagen, was ist dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck ist, man merkt eindeutig, dass er eben aus einer sehr musikalischen Richtung kommt, weil es im positiven Sinne wirkt für mich nicht wie ein Album, sondern wie eine kleine Werkschau. Es ist musikalisch sehr unterschiedlich und stilistisch angelegt. Ich mag den Stil, wie er singt. Und eine Nummer hat es mir, hat er mein Gehirn auf einmal, gehackt. Ein Lied nennt sich, glaube ich, Trip Trip. Und das ist eine relativ langsame Nummer, die so einen ganz hohen Synthesizer-Sound verwendet. Aha. Eben so ein bisschen, ich meine, das Lied sagt ja schon ein bisschen vor, so als würde so die Chemikalien dein Gehirn träufeln klingt. Aha, ja. Und diese Nummer finde ich sehr, sehr hübsch und ich ertappe mich selber dabei, dass ich die Abend für Abend schlingelt sie dich irgendwie in dein Hirn. Ja, also zwischen meine YouTube-Tracks, also da habe ich schon ein bisschen einen Narren dran gefressen. Und es ist halt auch lustig, weil ich höre ja ganz viel von diesen Happy Day Podcast. Ich versuche ja den nachzuholen. Echt? Und da kommen halt ja teilweise sind halt auch die Nummern, die sie als Signation verwenden, kommen da auch auf der Platte vor. Deswegen ist dann auch gleich einmal ein Bezug hergestellt. Ich muss noch intensiver reinhören irgendwie. Also gerade bei den Texten würde ich gerne noch ein bisschen mehr raushören. Aber dazu das nächste Mal. Ich wollte nur kurz anteasern. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr interessantes Album und es hat mir nicht schlecht gefallen. Mal schauen, bei mir, wie viele Hits erschließen sich nicht noch darauf, ist die Frage. So höre ich mich wirklich dran fest. Aber das werde ich das nächste Mal berichten. Na cool, ja. Ja, hat mich auch total gefreut. Ja. Der andere vom Happy Day Podcast, dieser, wie heißt der, Philipp Jordan, der ist eigentlich auch ganz witzig, weil der erzählt immer ein bisschen über seine Vergangenheit und er war früher anscheinend in dieser Hip-Hop-Underground-Szene, also rund um Heidelberg, Advanced Chemistry und so, da gab es ja irgendwie so eine Hip-Hop-Szene und der hat aus der damaligen Zeit, hat er auch ein paar Nummern aufgenommen, sogar mit Studio und so, und der hat seine Platte jetzt auch rausgebracht, mit wahnsinnig viel Verspätung. Und ich weiß nicht recht, also ich will es mir, er spielt in der Sendung hier ein paar Nummern vor und so, und es ist halt ein bisschen eine Zeitreise, weil sich also so ein bisschen die 90er, frühen 90er, Mitte 90er interessiert vom deutschen Hip-Hop, der könnte auch, ich fand das halt witzig, weil er teilweise auch Samples dann verwendet, eben vom Torch, von Advanced Chemistry oder sowas. Auch nicht uninteressant. Wieder mehr Musik ist mein Vorhaben, ich muss mir wieder mehr Musik reinhören. Wobei, ich kann mich eh nicht. Das nächste Mal bespreche ich vielleicht, ich bin zurzeit auf einem. Ich weiß mir noch nicht, bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob ich mit mir da im Frieden bin, aber ich höre gerade sehr tiefen Wiener Hip-Hop. Tiefen Wiener Hip-Hop? Ja. Okay, mal sehr breit. Es ist sehr mundartig, ja. Aber ich kann nicht anders. Was alles gibt, wenn ich das nächste Mal, ich werde das nächste Mal darüber berichten, dann habe ich auch vielleicht noch eine kleine vorweihnachtliche Geschichte. Schlepp vielleicht einen von den Künstlern mal in den Podcast, ne? Dass die. Boah, meinst du, jetzt. Ja, so viele, die Szene wieder sehr überschaubar sein, oder? Tiefer Wiener Hip-Hop. Ja. Ich weiß nicht, aber ich meine, einerseits mischen sie sich in ganz Österreich, aber ich meine, wenn ich jetzt gerade vermehrt höre, ist der Kreimel und Samurai. Das sind irgendwie so ein Hip-Hop-Duo. Lächerlich ist so ein ganz großer Hit von ihnen. Und ich habe die einmal im Konzert gesehen, eben war ich vor Weihnachten mal zufällig im Flex. Wollte eigentlich gar kein Konzert sehen oder sind die aufgetreten? Ich wollte nur ins Flex-Café, aber die haben gleich Eintritt verlangt. Flex, ist es nicht vor Drogen kaufen und so? Ja, das ist auch dort. Genau. Das ist vorher eine kleine Koinzidenz. Wobei, wird dich vielleicht interessieren oder freuen, ich weiß nicht, die erzählst du einfach mal, beim Reingehen haben sie gleich Eintritt verlangt und haben eine Karte in die Hand gedrückt, wo drauf gestanden ist, Rauchen ist nicht erlaubt im Innenraum, wer trotzdem raucht, kann mit so und so viel 1.000 Euro bestraft werden.
Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Und wurde dann auch wirklich nicht geraucht im Flex? Auf diesem Konzert wurde nicht geraucht, ja. Wow, das ist voll. Ja. Der Gregor schaut jetzt nicht sehr glücklich. Naja, ich sage nur, ich war im Vancouver. Aber man konnte ja rausgehen. Ich meine, du hast ja nur ein paar Schritte gebraucht und konntest dann wieder rein, oder? Auch ins Flex-Café. Also da musstest du nicht mal rausgehen. Du bist ja dann im Überdachten. Also, es gibt oben auf das Dach gegangen. Nein, nein, links ist der Club und ja, rechts ist das Flex-Café, ja, auch auf derselben Ebene. Und du konntest ja ins Café einfach rein. Da musstest du, war ja noch Winter, musstest nicht ja, vor die also Tür. Du konntest deine Chick rauchen und dann wieder zurück zum Konzert. Ja. Das haben die Leute gemacht, oder? Schon, okay. Ja. Ich muss auch sagen, dass er ja auch wirklich aufgefallen, weil so viele Leute waren im Endeffekt nicht bei Kleidung. Leider. Ja, in Wien ist es, ich sehe immer diese Schilder, wo es ist wie Hundescheiße nicht wegräumen, kostet 50 Euro. Und dann gehe ich rum in Wien und warte mal, wie viel davon ich sehe. Ich war mal in Vancouver und ich sage, Hundescheiße nicht wegräumen. Maximalstrafe, Strafe, $2,000 habe ich kein einziges gesehen. Das ist ein guter Punkt, ja. 2000 Euro. Also wie wirkt dann? Ja, wenn ich sehe, $2,000, ja. Da gibt es, glaube ich, von den Freakonomics sogar Studien, wenn du eine Strafe zu billig machst, wirkt das sogar als Incentive, dass du. Okay. Es gibt sozusagen eine eingebaute gesellschaftliche Strafe, also die Ächtung, dass du eine Norm verletzt, ne, die du an sich vermeiden willst. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt eine, da ging es glaube ich um ein Beispiel, dass das Kind zu spät vom Kindergarten abholen, ne, und dann hat man halt ihnen einen Strafschilling zahlen müssen. Ne? Und wenn das aber zu billig angesetzt wird, ja, ist das billiger als der soziale Preis, den du sonst zahlen würdest, dann machst du es erst recht. Weil du darfst ja. Das ist auch sehr interessant, wie man so Strafen festlegen muss. Freakonomics 16 muss ich mal reinrahmen. Das ist auch ein Audio-Podcast. Und vor allem, die haben bitte sehr schöne Shownotes, wo du den ganzen Podcast immer nachlesen kannst, wenn du nicht aus irgendeinem Grund jetzt gerade nicht hören kannst. Und das wird von den Fans, glaube ich, gemacht. Die toll. Ja, ich muss auch übrigens das komplett der Andreas, der Bitcoin Andreas hat uns früher schon mal berichtet. Apropos, Bitcoin Andreas war im Fernsehen. Really? Ja, da gab es jetzt in der Sendung. Den Link habe ich durch meine Feedwolke bekommen. Mhm. Weil es ging um die Eröffnung eines Bitcoin-Lokals oder Automaten in der Marie-Hilfer-Straße. Oh. Gibt es gleich eine erste österreichische Bitcoin-Bank oder also nur ein Automat, wo du halt gegen Bargeld Bitcoin kriegst und umgekehrt. Ich kenne einen. Es gibt auf jeden Fall schon in Graz und in Wien meines Wissens einen. Also ich kann ganz definitiv eins sagen, im ersten Stock in der oberen Plateau vom Westbahnhof gibt es eine Tabaktrafik und dort, das fällt mir einfach immer rein, wenn ich reinkomme, gibt es einen Automaten, wo man Nicht einen Automaten, sondern du kannst sie dort am Schalter kaufen. Ganz normal. So ein gelbes Kastel. Ach so? Haben die das jetzt auch? Ah, interessant. Auch, weil im Westbahnhof habe ich schon Bitcoin-Bonks gekauft. Okay. Das sind ja dieselben Betreiber. Und man kann die auch an anderen Kiosken, also Trafiken für Österreich, kaufen. Und das gibt es nur in Österreich. Unter anderem auch in der Gumpendorfer Straße könnte man kaufen, wenn der Typ sich damit auskennen würde. Okay, also es scheitert noch. Ja, also einige kennen sich damit nicht aus und es gibt ein paar Trafiken, die das haben. Die haben alle dasselbe System zum Beziehen von Prepaid-Karten, also Prepaid-Aufladebons für BeFree und so weiter. Und die haben auch dann Bitcoin-Bons. Ich bereue noch immer, dass ich nicht 5 Bitcoins gekauft habe, wie es 14 Euro war. Ja, ich damals hätte auch. Ich Google-Aktien gekauft irgendwann mal. Ich bereue noch immer, dass meine Festplatte mit 10 Bitcoins kaputt gegangen ist. Oh. 10 Bitcoins. Boah, das wird. Hey, weißt du was, bei 10 Bitcoins, da lohnt es sich, die reparieren zu lassen. Wenn das 2000 Euro kostet, das rentiert sich. Das ist zu spät. Ja, man kann es im Vorhinein nicht wissen. Ich bin neugierig, wo sich die ganze Sache so. Von Bitcoin redet man, war eine Zeit lang ja so oft in diesen Webzinnen und so, redet man jetzt weniger, aber was geblieben ist, so als Begriff in den Blockchain, ist die Blockchain. Mhm. Jeder will sie haben und Banken springen auf und die Blockchain und ja, es ist.
Es ist halt spannend, die Blockchain ist ein mächtiges Tool, aber ich bin neugierig, was sich irgendwie auf der Basis noch entwickeln wird. Wie ich schon damals gesagt habe, Bitcoin hat vielleicht nicht das Problem, ein Problem gelöst, oder hat ein Problem gelöst, man weiß noch nicht genau, welches. Ja. Das ist Geld interessant. Ja. Oder erste Anwendung. Hey, das wollte ich jetzt nicht nennen. Sowas sollte man verschweigen, aber naja, gut, okay. Das ist interessant, nämlich, ich wurde am Sonntag angeschrieben von jemandem, die wollte, sie schreibt gerade ihre Masterarbeit und sollte sie nächste Woche schon abgeben. Und ihr Betreuer hat dann gesagt, ja, da gibt es so ein tolles Projekt, PeerTracks, das muss sie unbedingt noch mit einbauen in ihre Masterarbeit und so weiter und so fort. Das basiert auf der Blockchain. Sie hat mir dann davon geschrieben und ich habe mir gedacht, naja, schau es mir mal an, peertracks.com. Da kommt ja gar nichts. Die Seite ist ja tot. Also so viel zu Hypes. Die sind schon tot. Die schon wieder weg. Ja. Und ich musste ihr dann erklären, wie die Blockchain funktioniert. Ich habe ihr wirklich bis ins kleinste Detail dann die Blockchain erklärt, Bitcoin und so weiter, wie Geld entsteht und so und was so toll an der Blockchain ist und so weiter. Und zum Schluss dann natürlich Frage, und, bringt es mir was? Nein. Ich kann jedem nur sagen, wenn ihr denkt, ich würde gerne die Blockchain verwenden, wofür eigentlich? Ja, ich möchte einen Service anbieten, dann ist schon bereits die Antwort nein. Wenn man selber einen Service anbieten möchte, ist die Blockchain auf jeden Fall das Falsche. Das ist nur, die Frage muss anders lauten. Möchte ich mit der ganzen Welt, mit allen Menschen, die auf diesem Planeten leben, zusammen einen Service aufsetzen, das nicht an mich gebunden ist? Ja, dann ist die Blockchain das Richtige. Aber Banken, die sind an eigenem Profit orientiert, deswegen ist die Blockchain da das Falsche. So wäre gut für die Regierung. Für die was? Regierung. Für die ja, vielleicht Demokratie über die Blockchain. Da gibt es ja auch was Interessantes zu. Ja. Und zwar, die Blockgröße bei der Blockchain bei Bitcoin ist zu klein. Daher ist es... hat man überlegt, ja, wir müssten es eigentlich vergrößern, damit es noch weiterhin richtig läuft. Und wie stimmen wir das Ganze ab? Und ja, das hat sich tatsächlich, eine Abstimmung findet derzeit statt, noch immer, bis noch ein paar Monate, glaube ich, wo abgestimmt wird, ob alle damit einverstanden sind, die neue Software zu deployen. Also eine Abstimmung direkt im Bitcoin-System. Interessant, cool. Ja. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema Ethereum. Und ja, genau. Ja, ich habe jetzt aufgrund dessen mich nochmal damit beschäftigt. Dass, also ich kann nur jedem raten, davon die Finger zu lassen. Wirklich? Ja. Was sind deine Bedenken dabei? Eigentlich dieser Vorfall mit der DAO damals vor etwas mehr als einem Jahr oder ich weiß gar nicht mehr, oder vor einem Dreivierteljahr. Ich erkläre es mal für die Leute, die es noch nicht kennen. Ethereum ist etwas, wo man Verträge sozusagen in die Blockchain hineinschreibt. Mhm. Die sollen dann automatisiert ablaufen. Das heißt also, jeder, der diesen Ethereum-Client hat, kann sozusagen diese Blöcke runterladen, der hat sie sowieso alle, und kann diese ausführen. Und da stehen dann Bedingungen drin, wie zum Beispiel, ich hatte einen Autounfall und daraufhin bekomme ich Geld von der Versicherung. Jetzt ganz plakativ ausgedrückt. Mhm. Und das ist im Prinip ein Vertrag, den man dort rein formulieren kann. Ja. Und ja, da hat so einen schlechten Vertrag sozusagen geschrieben, wo so eine kleine Lücke drin war. Und da konnte jemand das ganze Guthaben dieses Unternehmens rausziehen. Und, also aus der Kontrolle von dieser DAO, so nannte sich das. Und das war nicht mehr unter deren Kontrolle. Und was haben sie gemacht? Statt zu sagen, okay, Ethereum muss so funktionieren, wie es ist. Jeder braucht das, jeder, der daran teilnimmt, muss das Vertrauen in die komplette Gemeinschaft haben, dass auch niemals irgendjemand Schmu mittreibt. Und was machen sie als erstes? Schmu mittreiben, indem sie sozusagen das Geld wieder zurückholen. Als wäre das nie geschehen. Und das ist ja so etwas... der Vertrag wurde nicht gebrochen. Das, was da drin stand, wurde so durchgeführt. Aber und die Realität deswegen schon ging anders aus. Du musst immer wieder Verträge nicht abwickeln. Was passiert, wenn ein Vertragsunmündiger, ein Kind, einen Vertrag abschließt oder so? Also diese Rücktrittsfunktion vom Ding. Das muss halt auch mit rein formuliert werden. Das muss rein im Vertrag. Also das kann man im nicht, Vertrag selbst. Kann man nicht, ich glaube, das Grundproblematik hier ist, dass das echte Leben immer komplexer ist als ein juristisches Regelwerk. Du kannst nicht alles voraussehen. Ne?
Natürlich und es ist noch komplexer als juristisch, ja. Weil juristisch ist noch viel einfacher als das, was darin formuliert werden muss. Ja. Also in dem Sinne schlecht eher, also man kann das noch immer nicht abbilden. Lass die Finger von. Ich habe noch, ganz vergessen, ich habe noch Interviews, die ich dir noch schicken muss. Also sie liegen schon am Server, die hinten dazu schnippen. Und zwar habe ich wieder einen interessanten Couchsurfer gehabt, einen Australier, einen Lehrer aus Tasmanien. Und der ist jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren nonstop auf Weltreise. Und ich bin mit ihm am Donaukanal spazieren gegangen und habe ihn versucht, zum Podcasten zu bewegen. Also es hat so insofern funktioniert, als ich ihn interviewt habe und die Interviews sind jetzt Teil vom Biertaucher-Podcast. Ja. Und vielleicht, wenn ich gut drauf bin, mache ich mal einen eigenen XML-File für Couchsurfer-Podcast. Sind auf Englisch, bitte trotzdem reinhören, die Qualität ist besser als die vom letzten Mal. Und von mich war es recht faszinierend, einfach seine Philosophie, wie er herumreist und Unterschiede zwischen in Afrika wohnen und in Europa wohnen. Und da haben wir auch so Themen wie Heimweh angesprochen oder wie man sich eine Beziehung hält, wenn man ständig auf Weltreise ist. Okay. Ist der Aiden im Anschluss an diesen Podcast 2 Interviews. Gut. Brennt noch jemand irgendwas auf der Team nicht mehr? Wenn ich dieses Westworld, ich kann vielleicht das nächste Mal machen. Also doch verschieben. Okay. Oder willst du noch, hast noch Bock auf? Habt ihr noch Lust? Okay, nächste Woche. Gut, dann steige ich wieder durch. Aber du hast jetzt immerhin eins von deinen vielen Themen gemacht, ne? Zwei eigentlich. Zwei. Na, immerhin. Ein altes und ein neues. Immerhin, dein Backlog schrumpft. Ja. Langsam aber doch. Nicht vielleicht, ich verspreche tue ich es nicht, aber vielleicht mache ich einfach über meine alten Themen mal so ein Roundup und das einfach kompakt in einem Vortrag halten. Solange sie dann nicht zu kurz kommen, sondern wie trotzdem wie gewohnt ausführlich. Ja. Eine Special-Folge. Aufruf wie jede Woche, wer mitmachen will, einfach Dienstag 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien auftauchen, einfach dabei sein, mitplaudern. Auftauchen, das ist gut. Wir tauchen, auftauchen. Bis dann, ciao. Tschüss. Okay, Interview with World Traveling Couchsurfer Aiden, 16 February 2017. Hello Aiden. Hello, Horst. How are you today? Thanks, I'm interviewing you. Please, can you state your full name? Yes, my name is Aiden Ellis Patterson. Okay, is this your first interview for a podcast? Yes, it is, I think. I can't remember doing one before, so I'm looking forward to seeing what we're going to be asked today. Okay, Aiden, please can you tell me, you're actually in Vienna here, working with me. Can you tell me where you come from and how you come here? Yes, well, I'm actually from Tasmania, which is an island in the southern part of Australia. So it's very far away, obviously. And I just came from Vienna from Slovenia yesterday. Okay, but before that, I mean, how long? Oh, well, I haven't been to Australia for over 3 years. Yeah. I've been making a big trip around the world, so I've visited every continent and many countries and continue to have many great experiences, and already it's been a fantastic and really life-changing journey. But you're now 30. Yes, I'm 30, so, yeah. And you told me you are an elementary school teacher in Australia. Yes. So what age you decided to quit teaching and become traveling? Well, I finished my university when I was 21 years old. And then, I think I just always had a desire to go and see what's out there. Yeah, yeah. So then I did some teaching a little bit in Australia, but then I actually moved to England and did 2 years teaching there. And then since then, basically, it's been a little bit of teaching, but most of the time just traveling around the world and volunteering at different schools and helping out where I can and seeing what all the different schools are like and helping students and seeing what resources they have and how the teachers teach and how the students learn. And it's been a really, really enriching and learning experience. So you're a traveling teacher? Yeah, you can call that, yep. The old Australian traveling teacher, yeah, with a lot of... sound to me as you teach so long that your travel money is... reached enough to move on? Something like that, Horst, but actually, to be honest, I actually saved most of my money when I was working in Australia. Okay. And then obviously when I've been traveling, I try to keep my budget quite low. Obviously, most people would say the same thing. Yes. I use a lot of couch surfing, which is obviously helps with the money side of things, but I also love hitchhiking too, which saves on transport. And then so you really try to live low cost. Really try. I mean, I wouldn't be able to travel. Most people with my budget probably couldn't travel for 3 years, but I'm a very simple person, especially when you go to parts of Africa, Middle East, and these other places. You don't need so much money anyway, you know? But you still
pay for travel insurance or your heater or something? Yeah, of course. I mean, I got some travel insurance. I mean, it's probably not the most expensive and equipped one. I'm just praying that I'm not going to get injured. But at the end of the day, like, the travel insurance is only really good if you die or something serious happens. Because at the end of the day, if you get sick or something like that, you just go to a local hospital and you know, they usually help you for, you know, a few dollars anyway. Okay, so, yeah. Yes, I know it sounded a bit bad saying die, but I mean, or death, but I mean, these minor incidents of something like your camera getting stolen or, you know, you're having an upset stomach, end of the day, the insurance doesn't really cover those things anyway, you know what I mean? And there's always... more headaches with the beer. Absolutely, absolutely. And, so you're now on the road since 9 years with Breaks for Teaching, or is that correct? Something like that. Yeah, like maybe like 8 years, you know. I mean, of course, I mean, I think in the last 7 years I've been in Australia for 1 year. Okay. That was to get some money up again. And then since then it's been all around the world. So also in this year in Australia you don't lose the mindset that you're a traveller. You're just a stuck traveller. Well, a retired traveller. You're definitely not a retired traveller, but actually, to be honest, in June... this year, I mean, I still would have a little bit of money to do some more travel if I wanted to. But to be honest, I mean, there's not many countries that I haven't really visited. Most of them are all little islands, and they're not so interesting for me. So I'm ready to start the new chapter, which might be finding a job somewhere overseas, somewhere, or getting back to reality, as they say. But but we'll see how things go, you know. Coming to adulthood, you're reaching adulthood. Yes, yes. Well, I mean, why not, yeah? Well, it's interesting you say adulthood because, again, society makes us believe that we need go to university and then graduate from university and find an apartment. And job, house, garden, yes. Children. So, I mean, for me, I mean, in life you need to be happy, and whatever that means to you is the most important thing. So at the moment I'm enjoying my life, and of course if you ask someone about what job I have or what where's my fancy car or my apartment, I don't have any of them, but actually I have a lot more. How many countries visited? Well, now I've visited 157 countries, but the thing is about that, it's not really about the number of countries, it's the amount of experiences that I've got through those countries. So you must have a mountain of good memories. The Pacific stories from Pacific countries would make it be very interesting to hear, you know. But of course, a lot of stories and, you know, just an amazing people that have really made this trip really lovely indeed. And I will always cherish these memories, and I can't wait to help people wherever I am in the future. One very important question now, that you visited so many countries and traveled for so many years. Do you feel traveling become boring? Like, do you have this "I've seen it all, I want to settle down now" feeling, or you're still open for traveling? I mean, it's a yes and no answer. I mean, this is why couchsurfing and being with local people, it never makes it boring, because at the end of the day, each person has something different to share with me. I mean, look, if I was going to a hostel and meeting the same people in the hostels, being the classic backpacker tourist, I would have finished traveling 2 years ago. I'm sick of that. It's the hitchhiking, getting in a car and seeing who's going to pick me up. It's the, you know, going to the next country, meeting my new host. Like people and like meeting new people and get close. Yeah, I mean, at the end of the day, I mean, of course, Vienna is a nice city. I mean, look, I haven't seen anything yet. I'm still walking there now. But at the end of the day, it's not going to be so amazing that I need to come all the way from Australia to see this city. Yeah. But again, at the end of the... You could have seen that on Wikipedia. You could have seen it on Wikipedia, but it's the other things that you get to meet these different people from different walks of life. And, you know, you get to see... Yes, and you get to see where they live, how they live, what they're doing, what their goals are, what their football team is. And, you know, like, I've been invited to many weddings, birthday parties, of Christmases, and all these different things from around the world. So couchsurfing is the only way to really, you know, enjoy the experiences of the country. Because, to be honest... You get connected to the locals. Yep, absolutely. And then, I mean, at the end of the day, you can come to any city with your guidebook and see the city. Yeah. But in my opinion, you've seen nothing, you know. And then you go to Prague and it's the same same city with some different buildings and with different money, but different type of beer. But then you don't know anything about Prague, you know, or the people there. So, yeah, it's a really fantastic website and fantastic motto. And
how about the inconvenience of couchsurfing versus being a backpacker in a hostel or being a guest in a cheap hotel? That you can come and go as you want. You don't have to Rücksicht. You don't have to play by the rules of the host, but instead can say, well, I want to have a beer at 2 o'clock in the night and then go home. Well, actually, don't you bother you? Don't you think, oh, I really want once for once not having to follow rule of someone? Yeah, well, actually, host, to be honest, I mean, yeah, you know, the majority of my hosts are very easygoing and relaxed people, and whatever I want to do, they're happy with that because, okay, you know, I'm respectful for them. Yeah, of course. I mean, if I told them I want to go and have a beer, I'd be home at 2 o'clock. It really depends on the country and the culture. Yeah. I mean, of course, people in Europe might be like, well, I need to go to work tomorrow because people in the Western world are a little bit more anxious. Yeah. But, I mean, in Africa or other parts, South America, then that's just normal, okay, you know, just come home. And so there's no real inconvenience. It really depends on the host. Are you restricted by couchsurfing versus going in a hotel? No, I mean, of course, look, if I was in a hotel, of course, I could, you know, there would be more freedom, like, but that's like anywhere. But again, at the end of the day, I've never had someone say to me, Aiden, you need to wake up at 7 o'clock or 8 o'clock. Sometimes it happens, very few. No, but you didn't really say that. I'm sure, if I said I want to sleep all day, you know, I'm tired. At the end of the day, you can sort of do what you like to do. But again, I'm very respectful, you know what I mean? Yeah. But of course, I mean, I can't really think of an example where it's been like that for a long time. You know, everyone's just really helpful and, you know, and really friendly. And you can come and go as you please and things like that, yeah. And do you can imagine that couchsurfing will become boring to you? Like that you will say, okay, I have met so many new people, I'm now in another phase of my life where I don't need another new people. Well, Hush, you can look at it two ways, and of course it could be very easy to me say, yeah, you know, like I've met so many people, and I've said the same story 300 times, 300 people. But in saying that, each person I meet is unique in their own way, you know. So I mean, I never get bored of it, because if I was getting bored of it, I mean, I still would be able to go to a hostel or do something like that. But you don't feel the need anymore. I don't need to feel the need, because everyone has something unique to offer, and it's always a different experience. Someone's home and where you're sleeping, and they're different food that they're going to eat, or their different job that they have and things like that. So it's never boring, but again, you can look at it in a negative way, which I never do, but it's always positive. Always positive. I had an interesting interview with a girl. I will link to that in this. Okay. About the couchsurfer, and she said to me, yeah, some people don't get couchsurfing. They think it's all about the money, of not paying money, of getting service for free. Uh-huh. What's your feeling about that? Oh, well, some people suspect you, he just talk about connecting to people, but in there really it's just cheap. Yeah, well, I mean, look, when I signed up in 2010, I mean, 7 years ago, this is exactly what I was thinking. Some cheap thing so I can stay for free, you know. And then when I started using it, I mean, then my whole philosophy changed. Because at the end of the day, of course, if you're in the middle of Zurich in Switzerland Tokyo, and it's 50 euro a night for a hostel, obviously you need somewhere, you know. But at the end of the day, like, when you've traveled all the countries like I've had, you can go to a hostel or a hotel for less than 5 euro a night in most countries, you know. Yes, it's not going to be very good, but it's somewhere to sleep. It's possible, yes. But now it's like I'm always hunting for couch surfing. Like, even if I have a tent, you know, so you could sleep for free too. But it's like, no, I want to get somewhere. I want to be able to meet that person and see what their life is like. And I really want to stress to everyone who's listening, you know, you will get experiences that you will never be able to get through staying in a hostel or things like that, you know. So many things. Like, okay, Aiden, tonight we're going to meet my friends at my favorite local bar, or, you know, now it's Christmas time, you can have Christmas with my family, or there's a wedding going on, or there's a birthday party. I mean, these things, and it's always with locals. I mean, at the end of the day, why would you want to come all the way to Austria and meet someone from Brazil in a hostel? Of course, they're both traveling. Yes, of course. You can meet that back home. You want to be able to get to the country and actually witness some different things. And especially if you're traveling for 6 months, you know, same buildings all the time, or same conversations in the hostel. It's like, hello, where are you from? Where are you doing? And then at the end of the day, it's almost like you're having a competing race with someone. So, I visited more countries than you. Have you been to this part of Austria? And you might say no. And they make you feel like you've missed
missed out on seeing the Queen. Oh, you what? Come on. So at the end of the day, it's almost like it's a competition. Yeah. You are now on the road for several years and met tons of people, I guess. Yes. Yes. How can you say? What is your opinion for how you keep in contact with all these people you had a good emotional connection to? Is this easy come, easy go? So or do you really try to maintain on Facebook or somewhere really contact? And yes, I mean, of course, like. I would probably be meeting up to 10, 15 people a week on average, you know. So if you put that into some quick maths, you know, it's about 50 people a month, you know, that's thousands of people more, you know. Yeah. But one thing I'm really happy with is that I do keep in contact with the majority of people that I meet. Well, usually it's on Facebook, you know. Facebook, send. I mean, the problem, obviously, in Africa, I don't keep in contact with a lot of people. I mean, obviously, due to the fact that they don't have internet access very much. But I mean, obviously, the people in the Western world, they have internet a lot, and you know, every now and then I might send them a message or something pops up on Facebook. So you really take the time and maintain your contact. Yeah, I mean, of course, there's some people I haven't kept in contact. But they don't keep in contact with me either. So people are busy. It depends on the person. But at the end of the day, it's like I say to everyone: even though I'm here in someone's house for 2 days or 3 days. But when I leave, it's not like, please don't think I'm actually leaving. Yeah. Please, if you want to write to me, if you need my help. Or you want to, you know, keep in touch, because who knows, you know, we could cross paths again. So it's really, really important to keep in touch with people as much as possible, you know, regardless if you met 100 people during the, you know, during the week or something like that. Something else, you know, I don't want to say wasted, but did it ever occur to you or someone say, man, you're wasting your best years here with traveling, you could build up a career or make a second degree in economics or whatever, study, and then that would be so more helpful, or you would now have 6 years paid in your pension fund, that you obviously did not, I think. So do you have an answer to such questions or such accusations, like that you get something out that maybe help you later with all this traveling? Yeah, I mean, people haven't probably said it to me, but sorry, it's... Sorry, I must rephrase the first. Does it make economic sense to be a bum? Well, I mean, you can say economic sense to be a bum, but at the end of the day, it's not really being a bum, you know? Like, of course, life is... bumming around. Well, life is, unfortunately, in society, people are always focusing on having, I mean, on materialistic things, you know? What we have, you know, this is my car and this is what I have. And for me, sort of growing up, I mean, I had a couple of issues. I mean, I lost my mum when I was very young, and my brother also. So when I had these issues happen to me, it was almost like, well, life is too short, you know, and I want to be able to enjoy what I want to do. Now, I'm not telling people to go and travel, but I mean, at the end of the day, we only have one life. We're like, and I say to people, we're like almost like visitors on this planet for a short period of time. Well, and and we just need to enjoy it. And I mean, that doesn't mean traveling the world like me or whatever. But just try to be happy. I mean, at the end of the day, if you're not happy, that's your fault. There's no one else that can make you happy. Even getting married or all these other things that people are buying a new car or going out, it's not going to make you happy. So for me, it's like I don't really focus on those things. Yes. Because we also, you know, at the end of the day, like, I mean, I'm very lucky to be from the Western world. So regardless of what happens to my life, I always know that I'll have a roof over my head with something to eat. Yeah. I mean, I don't have to be struggling like the rest of the people in the world. Yeah. You know, of course, when I tell people I quit my job and I'm traveling around the world, for most of these people, they can't believe it, because for them, they don't even have a job to quit to start with. And if they have some money, it's enough just to buy a loaf of bread for the morning. So for me, I mean, look, at the end of the day, I don't really care about my career or about my future plans like that, because I'm sort of living in the present moment. And at the moment, I'm really enjoying myself. And when the time comes to stop, I know that I'll make the right decision and life will look after itself. But did you have something like, did you meet some interesting people who offered you a career opportunity in another country that you was not thinking about beforehand? That you just, through your traveling, get some career options opened for you? Yeah, well, actually, Horst, to be honest, in the last couple of months, probably my head's starting to think about what am I going to be doing in June. Yeah. Obviously, for the last 3 years, it's all been like a bit something like from Disneyland. Just going around the world and, okay, where am I flying to next? Who's the next couch surfer to meet? Where am I going? And it's been really lovely and dovely. But again, there's some options. I mean,
Well, the thing about the world is there's actually too many options. If there was only one or two options, it would be very easy to choose, wouldn't it? But unfortunately, there's 200 options, and that's the hardest thing, because it's like, which country do I go to work in? Okay. You know, do I go back to Jamaica and help this lady when I met run her hotel? Or do I go to China and teach English? Or do I go back to South America and learn Spanish? So you have plenty of options. Too many options, unfortunately, you know, and that's the hardest thing, because as I said, if you only have two options, okay, China or Argentina, then you could, after 1 or 2 hours of thinking about it, you can answer. But when you've got 500 options, it's difficult. But again, at the moment, I'm not thinking about that, because it's still far away, you know, not so far, but I'm always just focusing on the short-term things, because who knows, in a few months, things could change. I could get sick. I mean, the contract that the girl offered me is not going to be working anymore. Yeah. And I've sort of come to terms with not trying to think too far ahead. So, yeah. Some for closing, have you some practical advice for inexperienced travelers? Like, you know, these Douglas Adams books where they say, as a hitchhiker, always have your towel and you can soak it in nutrients and things like that. Is there some very practical wisdom you can share? Something that you was not obvious that you learned to experience? Yeah, well, I mean, obviously, you know, I'm a very different, of course I'm a tourist, but I'm seeing myself more as a traveler. Mm-hmm. Now, of course, obviously when you start backpacking, including myself 10 years ago, I was the same person I see, you know, taking pictures of buildings and going to hostels and meeting tourists. And so at the end of the day, there's no right or wrong way to do this trip. I mean, at the end of the day, that you're happy, if you're happy taking pictures or you're happy meeting tourists, that's the most important thing, and you're enjoying that. All I would say to people is that the world is a really safe and amazing place full of great people, and you know, don't listen to what you hear in the media and all these things. Your advice is don't be scared. Yeah, don't be scared, you know. I mean, you know, don't be, and it depends on the country, but actually the countries which you think are, you know, at least dangerous, they're actually probably more safe than the ones that you think are, you know. So just be adventurous and enjoy your travels and take risks, you know, and you know, go and meet local people, go and enjoy the city which you're in. And you know, because at the end of the day, in 5 years' time, you're not going to remember the building that had a little clock tower at the top, you know. But you will, but you remember that person in Vienna who made a nice breakfast and who made a nice podcast with me. So thanks, Horst. I enjoyed that. I hope it sounded good. Yes. Thanks, Aiden, and congratulations to your first podcast. Thank you very much. So interviewing world traveler Aiden, 16th February 2017. Hi, Aiden. Good morning, Horst. Nice to see you again on this bright, lovely morning here in Vienna. And welcome to your second podcast episode. Yes. Well, I wasn't thinking I would do another one ever again, but here I am, second one in 2 days. This might be my new career. Who knows? Okay, who knows? Yeah. Aiden, topic of this morning is how can you, as a world traveler and an expert bum, how can you have a love life or a sexual life at all? How does it work out if you never stay long at the same same location? And yeah. I think it's, isn't it hard to maintain relationships? Oh, well, absolutely. I mean, obviously, anything long-term, impossible. I mean, when you're really only staying in a city for maybe an average of 3 to 5 days. Yeah. And of course, obviously, now I'm 30, obviously things have changed over the last 10 years. Obviously, when I was staying more in hostels and going more into the party scene, then I wouldn't say it was difficult or easy, but you got more opportunities to find someone for the night, you know what I mean? Yeah. Obviously, now when I'm couch surfing, obviously 95% of the time I'm actually being hosted by guys, which I actually prefer, to be honest. You prefer to be hosted by guys? Yes, I do. Because obviously couchsurfing is not a sex thing. I think when I'm hosted by a guy, as soon as I meet him, 99% of the time, it's like, I just feel like he's my brother, you know? Okay. It's like, easy going. Hey, man, how's it going? Here's the beer. What's going on? And with a woman, you have to, not to say you have to behave, but you sort of have to act in a different matter, which I think most people would, you know? Are you, you know, I got to impress her, or do I have to do this? I don't want to annoy her. So with a guy, it's just easy, and it's like, oh, it's really easy going. Let's maybe insert here for listeners who are not not well known with couch surfing. Yes. There is, of course, like everywhere in life, a slight problems of especially guys misbehaving at couch surfing. Yes. Like they're trying to take sexual advantage of female hosts or female guests.
Yeah, I mean, absolutely. I mean, but even some of my experiences, which I really don't like talking about negative things, yeah. but even through, well, mostly through Latin America, yeah. A lot of my hosts were gay, and which is no problem. Yeah. Yeah. But sometimes they push the boundaries. Which, so the guy, man, pushed the boundaries with you? Yes, I mean, after a few beers, they might come yeah. and try to jump in my bed with me or start touching my trousers and things like that. But again, at the end of the day, these are all experiences that now yeah. you sort of look back and laugh. And, yeah. and even when it happened, I wasn't angry. Or what, yeah. I didn't get angry with them. I just made sure that I told them I wasn't into that yeah. thing. And most of them are like, oh, sorry, Aiden, but you know. But at least they try. And actually, I think with gay guys, it's interesting because it's not like if they want something, they just go for it. You know, they don't care. They want to ask something and, you know, they don't hold back. Where with a woman, then maybe there's something different about that. Sorry, again. So you're saying gay guys are more direct with their approaches? Oh, yeah, absolutely. I mean, they don't beat around the bush, as we say in Australia, you know. They just go straight to the point, you know. Okay. Aiden, do you want to kiss me or they okay. whatever? And I'm like, no. How do you cope with that? Because I must say, let's say you're a guest, you're in a strange town, strange uh-huh. country, you're very happy that someone accepted you, that you have a roof for the night, and then he's like, you want to kiss me. Yeah, I mean, it's of course, I mean, everyone has their own approach. Yeah. For me, I sort of just tell them I'm not interested in that yeah. in a nice way, and then yeah. they usually laugh it off or joke okay, it off, yeah. and then everything's okay. I mean, there's been some other so times. You never that a host then said, "Oh, then leave my house. You're not no, but there was. I mean, there was one time actually in Peru. It's quite a long story. We don't have much time, but I'll make it short. Basically, I got to his house and he only had one room, and so I understand we had to share a bed. Yeah. And that was no problem for me. I mean, look, when you travel around the world, yeah. I could sleep anywhere, and I'm open to anything yeah, yeah. now. But then we went out. Sleeping on the floor. Yes, of course. Then I went into bed with him after yeah. we drinking some beers, yeah. and I said, you know, again, I'm really friendly, and you know, thank yeah. you for a good night. And then, yeah. and then he proceeded to, you know, put my hand on his private part, okay, and okay. and then things got a little bit more heated than that, yeah. which we don't really need to go into specific and it details. Was not your intention. No, but again, many people I've told this story to were like, oh, Aiden, why didn't you hit him? Why didn't you do yeah. something? I'm like, well, what am I going to do? If I do that, then the situation gets even worse, yeah, you know? Yeah. I just was, I wasn't even angry with him. I yeah, just said, oh, please, okay. man, I'm not into that type of thing. And that's okay, you know? Yeah, so. Yeah. And how was your experience at being hosted by girls? Yeah, well, you know, I've probably been hosted around 350 times yeah. in my life, and yeah. I probably 10 of them have been girls, not very often. Really? So you're really few female. Very, very yeah, few. Yeah. And to be honest, like looking back at them, like yeah. basically when I've left, it's been like, oh, I'm so glad I'm leaving, and I really? Haven't, yeah. you was happy to leave? Yeah, I mean, it's just we don't have that connection with them, you know, and it's, you know, with the guys, it's just like, as I said, okay. you just get there and it's just so you easy. So not instant buddy with you? No. Okay. And then after, no. So, again, there's not many doing it, but again, I prefer to stay with men. Of course, it just makes like a brotherly thing, you know yeah, what yeah. I mean? So it's just easier. Less complicated. Yes, less complicated. But of course, there are some nice girls there too that yeah. it's nice. I mean, I had one in Innsbruck, mm-hmm. and a nice German girl who just came back from traveling, and yeah. she was really easygoing and yeah. really nice, but still, she, it wasn't as nice and easygoing as staying with men. And then you told me you were hosted by families a lot. Yeah, well, I wouldn't say a lot anymore, Horst, but I mean, I really like staying with families. I mean, yeah. you really get the understanding of the country, yeah. you know, you get to see the kids going to school and then we share meals together. And so you feel like the returning uncle or something? Or yes, exactly. Part of the family. I mean, the last time it happened was just in Luxembourg, you know, in a small village in the middle of nowhere. But, you know, the father and mother and four children, yeah. it was just magical, you know, cooking homemade pizzas together and like sharing my knowledge. Yeah. With the world of to the mm-hmm. children who yeah. also have dreams to travel and they're usually the children listen to your stories. Yes, yeah. Okay. Well, at the end of the day, when you're living in Europe and you meet yeah. someone who's traveled as much as me, yeah. and so especially to the countries which no one has yeah. ever been to, it's really interesting, and they're learning a lot because again, yeah. I'm telling them exactly how it is, not from a media perspective, yeah, okay. which is unfortunately so, what everyone so gets. You are better than TV. Yes, real. Yes, it's a real experience, and yeah. the thing is that it's not because of me, you know. At the end of the day, I'm also a white male, yeah. so,
with a backpack on. So it's not like I went there and had a lucky experience. I mean, of course, I'm well traveled and I know how to adapt myself to get the good experiences. But at the end of the day, if you just go to these countries, you're going to have a nice time. So I like staying with families. I really do like staying with families. It's really, really special. And actually, when I go to Bratislava tomorrow, I'm going to be staying with a family. So the wife and husband and three kids. And it'll be nice to share my experiences with them again. Nice, nice. Yeah. Very nice. And you will never get homesick and miss your own family back home in Australia if you're with families, especially? Well, it's a good question, actually. I mean, when I was growing up, I didn't have the easiest childhood. Okay. I mean, of course, let's compare it to the people I've been meeting around the world. It's not so bad at all. Yeah. But to be honest, I wouldn't say homesick, but sometimes I felt like, oh, wow, I wish I had that family when I was growing up, you know. Sometimes you sort of meet some mums or dads from around the world and they treat me better than I've ever been treated from my own family. Yeah. But again, I don't try to dwell on those things. Yeah. I mean, at the end of the day, I have two legs, two arms, and I'm still healthy. So, and I've made my life who I am. So, but I mean, I don't think I could be traveling for this long if I had a really close connection with my family, because I would miss them too much. Yeah, even some of the time I leave this family that I've only met for 2 days, I'm like, oh, I really miss that family, you know, and I've only been known them for 2 days, you know, I want to go back and see them. So, again, when you travel for a long time, there's always different reasons why people do it. But if I had a real close connection with my family, or I had some ties there, then I couldn't be just going around the world all the time. So it's the best of both worlds. What happens if you get hosted or met a family, like they make you real comfortable, and then I think you're a bit sad if you leave, and then you can still manage to keep in contact with them? Let's say you said in first episode of our podcast you try to maintain in Facebook contacts. Absolutely. I mean, you do your best to keep in contact with many people as possible. Mm-hmm. And again, I'm quite good with that. And I mean, obviously some people I keep in contact more than others because we had a better experience. But at the end of the day obviously with the families that I've stayed with, they really touch me because it is a really special experience. And at the end of the day is like you've come from all the, this couch surfing, as I keep going back, like you come from all around the world and you get to stay with a family and see how they really live and adapt, and especially in somewhere in South America and then even Africa. I mean, to go and stay with an African family in a small village, you know, I mean, these experiences is just overwhelming and so special. And very hospitable. So hospitable, but just seeing how they live and how they adapt, I mean, you know, no water, no electricity, and just basically no food, and there's, you know, obviously just the living conditions and just the way of life, it's just completely different as we know, but really going there and seeing it and living like them, you know, knowing how difficult it is just to have some food and seeing how they cook with no gas, and, you know, obviously when it's raining on the roof, they put their buckets underneath the roof so the rainwater would come in down in the bucket so they can use it for their cooking or flushing the toilet and these things. It's really, 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 really life-changing, and I'm actually looking forward to getting back there in 6 days to see some more of these experiences. So it'll be very special. Absolutely, yes. Well, I think actually this 3 weeks in Europe, when I came back to Europe, you know, I said, when I booked it, I'm thinking to myself, oh, what am I doing? And I think now I know why I came back to Europe, because I haven't been in a Western country for 2 years. When I came back to Europe, as soon as I arrived, I started to realize how special the rest of the travel's been, you know? Yeah. Because again, when you're in Africa for such a long time, or Middle East or South America, it becomes normal. Yeah, but as soon as you get on the plane and go to Brussels, you're like, Hayden, where have you just came from? Oh my goodness. So these experiences have been really special. So I can't wait to get back and share some more experiences there. Yeah, some nice gymnastics, yeah, so I'll be joining them later, I think. some long-distance relationship or something you never fall into love to someone and then try to maintain this relationship despite all traveling? No, Horst, I mean, I'll be honest, I mean, I'm always honest, but there hasn't been any, even one or things like that. I mean, when you're in a city for a short period of time, I think you might meet someone who looks okay or, you know, cute, or she seems quite nice, but you know that in a couple of days that you'll be leaving, and then... Okay.
as I said also too, I sort of distance myself because if I do meet someone, if you do meet someone, then I might get attached and stuck there. And I'm always wanting to keep traveling. Das ist on the podcast now. Okay, yeah. So, you know, again, I mean, obviously when you travel, people travel for different reasons and different ideas, you know. So at the end of the day is if I really wanted to find someone and things like that, it would be very easy. And people have asked me, you know, why don't you find a girl to travel with you? It would be really nice. Again, people asked you? About, like, finding someone to travel with. Okay. And I say to myself, well, I've tried everything. I've traveled with ex-girlfriend, family members, people I met in the hostels. And the only thing that I like is being on my own, traveling alone. Because at the end of the day, you're not even really traveling alone because you can always meet people, all these applications, and everyone speaks English. And if you're friendly, you go to a bar in the world, you sit at the bar. This is extremely interesting because so you're basically saying that you become more social if you travel alone and then free to really get accepted at a host. Absolutely, absolutely. Then you have your little social group with you. Of course. Also, I mean, even as you said, you know, when you're alone, you're not forced. But if you want to meet someone, you have to go and make an effort. Absolutely. Yeah. But if you're with your friend, it's easy. Yeah. Let's do this together. Let's do this together. In your bubble and transport the bubble. And then you don't meet anyone. And let's be honest. I think everyone agrees. When you travel with someone after a week or even longer, you start getting sick of that person, you know? And then, exactly what you mean. You know, then you're relying on that person to do something. And and I understand people always to organize two people instead. Yes. And then someone wants to wake up 10 o'clock. You wake up at 8 o'clock. What do you do? Yeah. So with me, it's like I can do whatever I want. It sounds very selfish, but I'm not selfish. Yeah. You know, it's just easier to occupy yourself. Also, for me, the nice paradox is that it seems to me that you're more social for traveling alone. Yes, of course. This is a special effect of the podcast. Yes, you need to be able to, when you travel alone, you know, it's, I mean, everyone says the same thing, you know. I travel alone. Of course, I met some people and they want to come with me to traveling to the next city. And I usually say no, because I want to be alone. Okay, just have a picture, make a picture of them. Okay, wow, that's really cool. So your advice, can I summarize that, is don't be afraid of traveling alone. You will meet people. Yes. And you will become more social than traveling with your buddy or something. And then you will, you know, you start being open and, you know, not living in your bubble and sort of relying on someone else, you know. Go and make a new friend. You know, people, I mean, as I say, people are boring until you meet them, you know. So, you know, of course, if you walk past all the people, they're very boring, aren't they? But go and speak to someone, you know. At the end of the day, when you're a tourist in any country, it's like an easy way to meet people, you know. Like here now, it's like, hello, how are you? Do you speak English? I'm looking for this park. Oh my God, you come from Australia. Yes, and then you can do what you want, you know. So it's not so difficult, you know. So, again, people, it's just go and enjoy yourself, take risk, and again, you'll come out a better person. Okay. Well, thanks for this advice, and I'm looking forward to making episode 3 of our podcast tomorrow. Thank you, guys. Have a good day.